Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding. Bremen 4, das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Bam, 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 bam. Herzlich willkommen am Donnerstag, den 24. Mai 2012. Herzlich willkommen zur Late Line der letzten in dieser Woche. Mein Name ist Jan Böhmermann und wir haben die nächsten zwei Stunden das Vergnügen miteinander. Und es wird ein spezielles Vergnügen, denn ich bin schon hitzegeschädigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das Gehirn ist Matsch, das Gehirn ist ein Smoothie und entsprechend entspannt kann es heute werden. Es wird auf jeden Fall sexy, denn es wird viel nackte Haut geboten seitens des Moderators, also meiner Wenigkeit. Ich trage bereits jetzt eine Cargohose, eine Kurz-Cargohose und dazu als Schuhwerk Birkenstock. Und zwar so richtig schöne, ausgelatschte Birkenstock aus den 90er Jahren. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben eine offene Themennacht. Wir können also zum einen über ausgelatschte Schuhwaren reden, zum anderen aber auch über jedes Thema, über das ihr reden möchtet. Einfach anrufen, 0880 5x5 ist die Telefonnummer und ich sage es jetzt mal ganz langsam für alle Leute, die quasi schon an Hitzedemenz leiden. 0800 80 5x5, eine kostenlose Telefonnummer. Wir können über die Hitze reden, wir können über Körperbehaarung reden, wir können über Sex, können wir Sex am Strand. Ein unglaublicher Irrglaube, dass das in irgendeiner Art und Weise romantisch sein könnte. Es ist eigentlich schmerzhaft für Mann und Frau und wahnsinnig unangenehm. Jetzt müssen wir darüber nicht mehr reden, weil es wäre ja alles geklärt. Dennoch, wenn ihr das vertiefen wollt, das Thema gerne. 0880 5x5, was habt ihr heute gemacht? Was macht ihr jetzt am Wochenende? Pfingsten steht vor der Tür. Verdammt nochmal, ich fahre morgen schön in den Pfingsturlaub. Echt, bis Montag fahre ich in den Urlaub. Ich verrate nicht, wohin. Ich sage nur, es ist ein Land, ein anderes Land als Deutschland und es liegt links von Deutschland. Richtig, es ist das Saarland. Da fahre ich schön hin, lege mich im Saarland an den Strand. Ich weiß nicht genau, an welchem Meer, wahrscheinlich der Pazifik. Ja, links ist der Pazifik. Genau, ich lege mich an den Pazifikstrand des Saarlandes und lass einen lieben Mann einen guten Gott sein. Den lieben Gott einen guten Mann sein. Über Pfingsten. Was macht ihr über Pfingsten? Was ist überhaupt Pfingsten? Darüber können wir auch reden. 0880 5x5 und verdammt nochmal, auch das Internet läuft heute wieder auf Hochtouren. Es ist klimatisiert und kühl, da kann man sich dann aufhalten, wenn einem das im Radio viel zu heiß ist. Bei Facebook und bei Twitter sind wir zugegen und ich freue mich jetzt über eure Anrufe. Die einzige Bedingung, ich möchte, ihr solltet aus eigener Kraft euch Schamhaare wachsen lassen können, um hier anzurufen. Das heißt, bitte keine 14-Jährigen. Wenn 14-Jährige anrufen, werden die sofort wieder aus der Leitung geschmissen. Und wenn ihr euch durchmogelt bei unseren bezaubernden, aber leicht zu verwirrenden Telefonassistentinnen und Assistenten der Power-Redaktion der Late Line, und ich das merke, dass ihr 14 seid und euch durchgemogelt habt, dann müsst ihr zur Strafe bei DSDS Kids mitmachen. So. 0880 5x5. Jetzt gibt's erstmal was Heißes von Ronan Keating. Ist ein neuer Song. Er heißt Liefe Is a Roller Coaster. Nicht schlecht. Und dann hören wir uns gleich wieder in der Late Line. This is like, oh my God, this is like so totally awesome. Oh my God, der Sommer ist da. Und das ist die Late Line am Donnerstag, den 24. Mai 2012. Der Sommer, verdammt nochmal, endlich ist er da. Ich sag zu oft verdammt nochmal. Ich habe ein neues Wort, was man, da muss man aufpassen. Man ist ja so schnell in so einem, ach nee, ich sag jetzt nicht mehr verdammt nochmal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute an diesem warmen Donnerstag das Radio versehentlich eingeschaltet habt, weil ihr irgendwie besoffen vom Grillbier ins Autoradio gefallen seid und auf den Anknopf mit eurer Stirn gekommen seid. Aber schön, dass ihr da seid. Jetzt reden wir zwei Stunden lang zu einem Thema, was ihr mitbringen müsst, denn wir haben eine offene Themennacht. Meine Lieblings-Late-Line des Monats. Immer wenn wir offene Themennacht haben, wird es eigentlich schön und heute können wir uns über alles unterhalten, was ihr heute gemacht habt, was ihr jetzt am Wochenende macht. Wir können uns über Pfingsten unterhalten, wir können uns über Gott und die Welt unterhalten. Wir können uns darüber unterhalten, dass ihr euch, keine Ahnung, zu Hause einschließt und anstatt die Sonne zu genießen, lieber im Internet chattet. Conny aus Welzheim ist die erste Anruferin. Sie ist 23 Jahre alt und ich sage, hallo Conny. Hallo. Du bist ein Mädchen, ne Conny? Ja, genau. Setzt man bin sich weiblich. Auch, ja, manchmal gibt es ja auch Connys, die Männer sind. Die heißen dann Konrad Nein, oder Konstantin. Weiblich. Na, wie geht's? Wo ist Welzheim? In welchem Bundesland? Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Baden-Württemberg. Mein Lieblingsbundesland. Baden-Württemberg ist ein ganz tolles Bundesland. Ja, deswegen wohne ich dort auch. Und die Menschen sind so toll. Ja, die sind alle sehr toll. Und ich wünsche mir nichts mehr, als eines Tages mal Geschlechtsverkehr mit einer Frau aus, oder einem Mann aus Baden-Württemberg zu haben, mit die einen starken Akzent, einen starken Dialekt
Mundart spricht, weil ich finde das wahnsinnig unturned. Ah ja. Schwäbisch reden ist unglaublich sexy. Ja, finde ich auch. Also ich spreche eigentlich auch hauptsächlich Schwäbisch. Cool. Noch sexier ist beim Sex Popel in der Nase zu haben, das alles sehen können. Nee, ist schon eklig. Hm. Also jetzt bist du da in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, in Welzheim und lässt dir die Sonne... Ich bin auf dem Parkplatz. Du bist auf dem Parkplatz? Nach Hause. Ja, auf dem Weg nach Hause. Du bist rechts rangefahren? Ja. Ah, sicherheitshalber, das ist aber sehr nett. Ja, und extra wegen dir. Oh, du hörst uns über das Ding, ne? Genau. Oh, auch noch mein Lieblingsradiosender. Ich weiß, es sind wahrscheinlich die Hormone durch das Wetter. Das ist ja echt toll. Wie ist das Wetter bei dir da unten? Ist es auch so heiß und stickig und schwül? Warm, 19 Grad. Warm. Also ich habe das Gefühl, hier in meinem Studio sind es bestimmt 26, 27, 28 Grad. Es ist sehr, sehr stickig und ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil mein Studio, das ist ja ein Heimstudio und ich bin ja umgezogen privat, befindet sich neben einem Hubschrauberlandeplatz und das ist zu laut. Aber es liegt bestimmt an dir, dass es so warm ist. Mag sein. Oh, hallo, du gehst aber ran, Conny. Du bist Single, bist du Solo noch? Nein, ich bin vergeben. Ja, macht ja nichts. Ja, ich bin auch vergeben. Ich bin vergeben an alle Late-Line-Hörer. Aber trotzdem bin ich bereit dazu, mit dir hier übers Telefon bei dem Wetter einfach ein bisschen summer-flirty zu sein. Why not? Nee. Come on, let's flirt. Let's, you are 23. It's the best age for flirting. Ich bin 24. Können wir einfach mal... bist du öfter hier? Wo? Ja, hier. Auf dem Parkplatz. Nee, eigentlich nicht so oft, weil normalerweise mit lauter Nutten kommen. Oh. Das ist ein Nuttenparkplatz? Aber du bist nicht im Gewerbe, sondern du machst was ganz Seriöses. Nein, ich mach was Seriöses. Was machst du denn, wenn ich fragen darf, beruflich? Ich bin gelernte Industriemechanikerin. Oh, das ist ziemlich sexy. Das heißt, du kannst gut mit Maschinen und so. Ja, genau. Mit so Stahlungetümen. Ja, und gerade mache ich noch eine Weiterbildung zum Techniker. Oh, hallo. Ja. You got the technique. Ja. Weswegen hast du eigentlich angerufen? Wir haben offene Themennacht, ne? Ja, genau. Und zwar, meine Freundin und ich, wir schreiben eine Geschichte, aha, die ziemlich lange auf Facebook angefangen hat. Und zwar meine Freundin Deborah. Debbie. Die hat einfach mal, Debbie, ne? Debbie sagt man dann dazu, ne? Die Debbie. Mag nicht so genannt worden. Ja, aber dann nenne ich es trotzdem so. Ich bin so ein wildes Pferd, ein Wildpferd. Ich darf Leute nennen, wie ich will. Debbie. Nein, sie mag das aber nicht. Okay, dann nenn, wie nennst du sie denn? Einfach Deborah? Deborah, ja. Deborah. Okay. Ja, dann nennen wir sie Deborah. Ihr habt also bei Facebook eine Geschichte angefangen zu schreiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Also in einer Gruppe hat sie einfach mal geschrieben, ja, sie fängt jetzt mal an. Und dann hat es so angefangen, es war mal ein Mädchen, das braune Haare hat und so. Mhm. Ja, und jeder hat, also von uns fünf, hat ihm jeder mal was hinzugefügt. Wo sie hingeht, wo sie wohnt und tralala. Ja. Ja, mittlerweile sind es halt 45 Seiten. Oh. Ja. Und wir schicken uns das jetzt mittlerweile per E-Mail hin und her, weil es einfach so viel ist. Habt ihr Publikationsabsichten oder seid ihr einfach, ist es einfach nur just for fun für euch? Oder ist es tatsächlich? Das ist einfach jetzt mal just for fun entstanden. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt viele, haben jetzt in Facebook nochmal eine Gruppe eröffnet. Ja. Wo dann jeder so als Testleser sich anmelden kann und mal so Probe lesen kann und uns sagen kann, wie er das findet. Oh, und ihr ladet dann auch Leute ein zu eurer Gruppe, ne? Also ungefragt, genau, bestimmt, oder? Ja, das finde ich immer richtig cool. Es gibt zwei Sachen, die ich richtig cool finde bei Facebook. Zum einen ist das die neue Timeline. Die finde ich richtig gut und die wird auch immer besser. Also je länger ich da drauf gucke auf die neue Timeline, desto besser finde ich das. Und von Leuten, die man nicht kennt, zu Gruppen eingeladen werden. Oder so Massenchats, die finde ich auch sehr gut. Aber da ist niemand on. Was heißt du, da ist niemand on? Ja, wenn ich chatten will, ist nie jemand on. Da ist niemand on? Ja. Ja, es geht mir oft auch so. Wenn ich chatten will, ist auch niemand on. Ja, ich chatte auch immer mit mir alleine. Ich habe noch einen zweiten Facebook-Account, da melde ich mich auf einem anderen Computer mit an und dann chatte ich quasi mit mir selber. Aber es ist teilweise auch recht befriedigend. Ich habe drei Rechner. Drei Stück? Drei Rechner? Ja. Dann kann ich immer so zu dritt, weil es schon lustiger. Ja, cool. Ey, cool. Danke. Ja, ey, cool. Ja, und hast du Skrupel bei diesem Wetter ins Internet zu gehen eigentlich? Also bist du so eine Frau, die das von ihren Eltern noch mitbekommen hat? Conny, draußen ist das Wetter schön. Du darfst jetzt aber nicht drinnen rumsitzen, sondern du musst rausgehen, spielen oder sonnen. Also als Kind habe ich viel auf der Straße gespielt. Mhm. Ja, weil wir durften nicht Fernsehen gucken. Ach so, ja klar, es ist so ein Stuttgarter Ding, ne? Nicht Fernsehen gucken wollen, weil das Fernsehen ist ein Medium, das verdirbt die Leute und so, ne? Ja, wir haben nur samstags immer Tiger Entenclub angeschaut und danach... Tiger in den Club oder vorher Disney Club. Und mit wem Disney Club? Kennst du noch die drei Disney Club Moderatoren? Nee, ich habe nur die
Siege Entenclub angeschaut, ne? Nach 1, 2 oder 3. Achso, okay, ja, du bist ein bisschen jünger. Ihr könnt übrigens gerne anrufen, 0880 5 mal die 5, wenn ihr wisst, wie die drei ursprünglichen Disney-Club-Moderatoren heißen und wenn ihr wisst, was sie heute machen beruflich. Ich weiß es, aber ich möchte mich, wenn ihr auch dieses profunde Fachwissen über den Werdegang der Disney-Club-Moderatoren habt, dann ruft gerne an 0880 5 mal die 5 oder auch zu jedem anderen Thema könnt ihr anrufen, denn wir haben eine offene Themennacht heute. Ja. Wie findest du das eigentlich mit der Geschichte? Das finde ich eine gute Idee. Also wenn man vor allen Dingen viel Langeweile hat, ist das eine gute Idee. Nein, also für Langeweile habe ich nicht. Ich habe eigentlich kaum Zeit. Aber wie viele Leute schreiben jetzt daran mit genau? Fünf beide. Ja, das ist, also wenn das tatsächlich eines Tages mal, ich meine, das ist eine interessante Art, so Geschichten zu entwickeln, aber ich fände das persönlich so unbefriedigend, wenn man das nur so unter fünf Leuten oder unter so einer kleinen Facebook-Gemeinde. Kannst du das nicht bei Twitter einfach mal veröffentlichen, damit wir das alle lesen können? Oder kannst du das nicht mal in unser Late-Line-Blog posten, was ihr da bislang geschrieben habt, damit wir wissen... Ich habe mal einen Link gepostet, ich kann nachher einen Link posten, wo man sich dann zur Gruppe anmelden kann. Das wäre total nett, auf lateline.de wir haben da ja einen Blog eingerichtet, da kannst du dich anmelden und da kannst du... fände es schön, wenn du die ganze Geschichte posten könntest, dann müssen wir nicht umständlich einen Link schicken oder ist das eine Geschichte, wo dann auch über Lehrer oder irgendwas... Nein, das kann man noch nicht veröffentlichen, wir machen das immer so ein bisschen... Ja, gibt's so geheime Stellen in der Geschichte, die man besser nicht veröffentlichen sollte? Kommt drauf an, wie alt die Leute sind. Ja, bei uns sind die Leute alle, also ab 9 aufwärts. Es rufen leider jetzt, weil Pfingstferien sind, sehr viele junge Leute an. Na, ich würde zuerst ab 14 oder 16 lesen, weil einmal wird die eine vergewaltigt, deswegen. Ach so. Das wird ziemlich deutlich beschrieben. Also, liebe 14-Jährige, es wird deutlich beschrieben, wie eine Frau vergewaltigt wird. Also als Gag gemeint oder als richtig ernsthaft? Also, die eine wird vergewaltigt, ja. Oh. Und mit dem wird sie auch schwanger. Ach so, oh. Also dann bitte nicht, liebe 14-Jährige, die Geschichte lesen, aber alle anderen können die dann auf Late Line, poste das nochmal und mach mal alle heiklen Stellen, streich da einfach mal raus, Sicherheitshalber, dann müssen wir das hinterher nicht machen. Doch, dann das wäre wichtig. Dann passt ja nicht mehr. Ja, dann poste es erstmal so und wir gucken uns das an und wenn das scheiße ist oder irgendwie irgendwelche verfassungsfeindlichen Inhalte sind, dann kürzen wir das einfach und dann zensieren wir es. Also die ersten Passagen. Genau, damit du uns den Mund wässrig machst. Aber das ist eine schöne Idee, weil man hat ja bei diesem Wetter, es ist ja so ein furchtbares Wetter, wo man den ganzen Tag sonst drin sitzt. Da haben wir was zu tun endlich. Das ist so eine gute Idee. Vielen Dank. Ja, man kann aber sein Tablet-PC auch mit rausnehmen und dann draußen weiterschreiben. Tablet-PC, Hämmer, du bist aber ganz schön 2012. Ja, ich habe ein iPad, iMac, iPhone. Du bist, warum das denn? Bist du ein Nerd? Ich bin Apple-Fan. Was, bist du ein Apple-Fan? Ja. Warum haben sie dich... Apple. Ja, okay. Ja gut, Mensch, Conny, dann schön, dass du angerufen hast und bis bald dann, ne? Ja. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war die Conny aus Welzheim in der Nähe von Stuttgart. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. 0880 5 mal die 5. Und ich möchte euch ein Geräusch nicht vorenthalten, was ich gerade zum allerersten Mal wieder seit meinem Aufenthalt auf der AIDA gehört habe. Und zwar verschwitzter Körper... erhebt sich von Kunstleder-Barhocker. Und dieses Geräusch habe ich gerade mit meinem schwitzten Rücken. Ich sitze übrigens hier, also ich weiß, die sexuelle Spannung ist eh kaum auszuhalten, aber wenn ich euch jetzt noch sage, dass ich gerade aufgrund der Hitze, während ich mit Conny geredet habe, einfach mein Muskelshirt ausgezogen habe, samt Muskeln, und jetzt hier oben, also ich sitze auf einem Kunstlederstuhl und habe einen nackten Rücken und wenn ich jetzt lang genug so mich anlehne und dann aufstehe, dann macht es dieses klettverschlussartige Geräusch. Nasser, verschwitzter Körper erhebt sich von Kunstlederbarhocker. Das typische AIDA-Geräusch oder so ein TUI-Club. Irgendwie Calaratiada. Da gibt es diese Geräusche auch. Aber ich möchte euch dieses Urlaubs, es ist wie Sonnencreme riechen. Wenn man dieses Geräusch hört, dann weiß man sofort, oh, wo ist das Meer? Und oh, das ist Urlaub. Nasse Körper, die sich von Kunstlederbarhockern erheben. Oh, ist das geil. Und ich freue mich, dass Bob es geschafft hat, hier durchzukommen. Bob. Moin. Moin. Ja, mir wurde gesagt, ich soll erst jeden Tag sagen, wenn du jeden Tag sagst. Und da habe ich jetzt so viel Rabe zu mir. Ach so, nee, tu mir, hör nicht auf die Leute, die vorher mit dir sprechen. Die haben absolut keine Kompetenz. Im Sinne von, die haben kein Recht, dich als Hörer und Anrufer der Late Line zurechtzuweisen und die Anweisung zu erteilen. Okay, die haben mich aber genötigt, hier durchzukommen. Die haben genötigt? Obwohl ich völlig themenlos bin eigentlich. Wie, die haben dich genötigt, durchzukommen? Die haben dich angerufen? Nee. Nee, ich habe hier schon angerufen, weil mir hat jemand gesagt, ich mache gerade eine Sendung quasi. Ja.
bloß ohne Musik und nur blödet hier Quatsch über irgendwelche Leute, die kein Schwein kennt. Und die haben mich erstmal genötigt, sie anzurufen. Aha. Und die Aufnahmeleiterin oder wie auch immer sich das nennt, die meinte, ich scheine ganz nett zu sein und sollte mal mit dir reden. Okay, so. Ja, jetzt bin ich hier. Ja, und wenn das Gespräch gut gelaufen ist, dann stellen wir dich direkt durch zu Domian. Das ist quasi, das Pre-Casting für Domian. Nur die besten Anrufer der Late Line werden an Jürgen Domian weitergereicht. Du musst aber ein profundes psychisches Problem haben oder halt einen ganz merkwürdigen Fetisch, den du mit Jürgen besprechen möchtest. Kannst du sagen? Sonst denken wir uns irgendwas gemeinsam aus, weil Domian braucht immer heiße Geschichten. Ich habe da eine Geschichte, die bringe ich öfters im Internet, wenn ich meine Show mache. Du hast eine Internetshow? Na, so was in der Art. Momentan hören 4 Leute zu. Ist das manchmal sind es so 30 und. Ist das eine Radioshow oder eine Fernsehshow? Fernsehen kann man das nicht nennen. Das ist mit einer Webcam. Ich habe nebenbei ein kleines Bild, da zeige ich Videos und dann lässt weg über die Leute. Ja, dann bin ich aber mal. Wie heißt die Show? Die Show, die heißt einfach nur Grooveman mit 3 O und die läuft auf BlogTV. Grooveman mit 3 O, da gebe ich jetzt mir direkt ein. Ja. Und du bist Grooveman. Grooveman ist, hier kommt als erstes, das ist ein Album oder ein Song von Funny Van Dunnen gewesen. Richtig. Da ist der Name auch her. Du bist also ein Funny Van Dunnen-Fan. Richtig, ja. Aber ich finde dich nicht nirgendwo. Grooveman, und wo muss ich jetzt also suchen? Auf blogtv.com. Ja. Da bin ich unter deutsche User zu sehen. blogtv.com Kann auch slash people eingeben und dann slash grooveman und dann ist man da. Also ganz einfach zu erreichen quasi. Es ist letztlich nichts anderes als so ein ARD-Digitalkanal. Also du hast letztlich können dich genauso viele Leute erreichen und finden dich auch genauso viele Leute wie Zuschauer von 1 Festival oder 1 Extra, unserer coolen, super coolen. Und so wie es scheint, finden mich gerade eine Menge Leute. Ach, guck mal. Ich habe jetzt quasi Schleichwerbung gemacht. Das macht ja nichts. Jetzt sehe ich gerade hier, das ist quasi sowas wie Chatroulette, nur ohne kleine Pietel. Ohne Roulette und ohne onanierende Leute. Ja. Ohne onanierende Leute, ja. Jetzt ich sehe das nicht optisch, aber viele schreiben, dass sie gerade onanieren. Ich sehe hier gerade Berlin Cam aus dem alten MTV-Studio. Da sind anscheinend irgendwelche Praktikanten, die aus dem alten MTV-Studio irgendwas machen. Das sehe ich gerade nicht. Ich sehe gerade nur meine eigene Sendung. Da bin ich gerade drauf und. Interesting. Ich muss mich ja auch nebenbei um die Leute kümmern. Die haben mich ja auch genötigt, hier anzurufen. Interesting. Very interesting. Ja. Also, schön, dass du angerufen hast, aber du hast jetzt natürlich, das heißt, wir sind jetzt gerade sowohl im Internet zu hören über ein freies, offener Kanalradio quasi, als auch richtig im professionellen Rundfunk. Das ist ja spannend. Das ist ja, quasi bimedial. Du bist aufgeregt. Nee, eigentlich nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Aber da musst du jetzt ja abliefern eigentlich. Also zumindest für deine Fans musst du abliefern. Die Leute hier in dieser Sendung kennen dich ja noch nicht. Also du musst jetzt, los mal Content anschleppen hier, Alter. Also, naja, das Problem ist, bei den Sendungen, da redet man ja viel mit den Zuschauern. Die schreiben dann dazu was, schreiben entweder positive oder was negative und da geht man dann drauf ein. Ja, so dann aber... aus dem Stegreif reden, so Monologe halten, mit läuft halt. Ja, aber machst du dann irgendwie Witze in der Sendung normalerweise oder erzählst du einfach nur, lästerst du über irgendwas? Ich lästere hauptsächlich, also ich rede sehr schlecht über alle möglichen Menschen. Ach, das ist mir sehr sympathisch. Über wen hast du denn gerade heute zum Beispiel schlecht geredet? Heute haben wir ein paar Filme gezeigt und über die haben wir geredet. Da waren meistens gute Filme, bei da konnte ich jetzt nicht so schlecht reden. Jetzt zum Beispiel lief Pierre Vogel. Pierre Vogel? Der rothaarige Salafist, ja. Der Salafisten, Führer, der untergetauchte Salafistenführer, wer kennt ihn nicht? Pierre Vogel hat auch eine Sendung im SWR Fernsehen, die heißt SWR 3 Late Night. Und er hat auch kürzlich ein sehr gutes Buch geschrieben. Ein sehr gutes? Ja, ein sehr gutes Buch geschrieben. Ich muss mal kurz gucken, wie der Titel heißt von dem Buch von Pierre M. Vogel. Moment, ich sag's dir sofort. Ist nämlich erschienen beim tollen Verlag Rororo ist der Verlag. Und das Buch heißt Hier kann man gut sitzen. Geschichten aus dem Schwarzwald, Rowohlt 2012 von Pierre M. Vogel. Der rothaarige Salafist aus Baden-Baden. Wunderbar. Ja.
Er schreibt lustige Bücher. Er schreibt, es ist ein lustiges Buch, er hat eine lustige Show und so. Ich finde ihn natürlich bedenklich, inhaltlich bedenklich, aber er ist tendenziell ein witziger Typ. Ich habe auch schon mal mit ihm privat mich mal getroffen. Der ist eigentlich privat, ist er ganz nett. Er kommt oft so ein bisschen scharf rüber, aber in seiner Fernsehsendung und auch wenn er öffentlich redet, aber der ist ein sehr netter. Also ich glaube nicht, dass er ein böser Mensch ist. Also nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Der ist natürlich da, dadurch, dass er halt, der kommt ja aus Baden-Baden und wohnt auch in Baden-Baden, dadurch, dass er da so isoliert ist, in diesem, ich sag mal, verkackten Scheißnest Baden-Baden, ist es natürlich klar, dass da eine gewisse Radikalisierung stattgefunden hat, gerade was so den Entertainment-Bereich angeht. Der ist natürlich entertainment-mäßig ein Radikaler, ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz ist... Ich frage mich, ob es seiner Religion widerspricht. Weil er profiliert sich ja ganz schön stark, finde ich. Er profiliert sich sehr und ich glaube, es widerspricht seiner Religion. Ich glaube, er ist getauft eigentlich, aber dass er das mit diesem getauft ist, hat er sich, das habe ich auch gesehen. Ja, der ist sehr viel von Pierre Vogel gesehen. Ja, und ich finde ihn, ich habe ihn als netten Kollegen eigentlich kennengelernt, als freundlichen Mitarbeiter, auch bei Harald Schmidt hat er teilweise mal mitgearbeitet, irgendwie hinter den Kulissen und auch vor der Kamera. Und ich finde, ich habe ihn eigentlich als sehr angenehmen Zeitgenossen. Ich weiß nicht, was da viel über ihn, es wird viel über ihn geredet immer und viele Leute sagen, oh nee, oh nee. Aber ich finde, er ist ein guter, er ist ein guter. Liebe Grüße, Pierre. Wenn er zuhört, was ich bezweifle. Ich glaube, er ist, glaube ich, entweder in Afghanistan gerade oder außerhalb von Baden-Baden, was sich aber landschaftlich und auch von den Leuten nicht viel tut und auch von der Gefährlichkeit. Er findet ja, Facebook ist der Teufel und solche Sachen. Und DSDS soll man überhaupt nicht gucken, da wird ja er vom Teufel gefallen. Man soll nur seine Sachen immer gucken, die er macht. Ne? Diese auf YouTube. Ja, auf YouTube oder eben auch im SWR-Fernsehen ist der teilweise zugange. Immer am Samstagnacht. SWR3 Late Night. Ja. Der kriegt einen Sendeplatz beim SWR3 Late Night. Und war früher auch bei Das Ding TV vor einigen Jahren schon. Es hat sich aber hochgearbeitet im SWR. Und das ist, ich finde es auch erstaunlich, dass man solchen Leuten da so viel Zeit, aber der Intendant des Südwestrundfunks, Peter Podcast, ist einfach so ein ultramoderner Internet-Typ, der hat einfach erkannt, was gut ankommt. Der wird auch von der GEZ finanziert, oder? Der wird auch von der GEZ finanziert, ja. Peter Podcast, der Erfinder des Podcasts, übrigens. Nee, ich meine Pierre Vogel jetzt, wenn er beim WDR ist. Nee, der ist beim SWR. Beim SWR. Ach so, SWR. SWR, und die Sendung heißt SWR3 Late Night. Ne, ist dieser rothaarige, wir reden über den rothaarigen, dieser, der immer so schlimme Sachen sagt und dann auch teilweise mit auch... Sein Cappy und sein Bademann. Ja, und diese komischen Frisur, ja, genau. Und so und so weiter. Und den Bart, Ja, Bart. Wenn er grüne Klamotten trägt, könnte er einen Topfgold beschützen, quasi. Könnte er was? Ja, genau. Er sieht aus wie ein Umpa Lumpa eigentlich. Das stimmt, ja. Er hat eine Frisur und rothaarig ist er, ne? Und hat halt dieses Sympathische an sich, aber irgendwie auch, dass man schon Angst vor ihm hat irgendwie. Pierre M. Vogel. Und sein Buch heißt Hier kann man gut sitzen. Geschichten aus dem Schwarzwald. Lieber Kollege, lieben Gruß, aber schön, über den lästert ihr also. Finde ich eigentlich... Auch über andere, also. Und wenn noch... YouTuber, ja, ne? Weil das interessiert der Jugend ein bisschen mehr. Ja, wen findest du bei YouTube voll peinlich? Teddy? Teddy? Kenne ich nicht. Oh, ja, ich auch nicht. Nee, okay. Wolltest du jetzt irgendwas sagen, oder? Weil du King kennst, oder? Nee, nicht. Ich würde gerne mit dir über YouTuber lästern, aber ich weiß nicht, ich kenne mich mit YouTube überhaupt nicht aus. Ich kenne mich mit Internet auch gar nicht aus. Na, das Schlimme an der Sache ist, die fangen an, okay Filme zu machen, also keine qualitativ hochwertigen, aber welche mit ein bisschen Sinn hinter. Mhm. Und irgendwann kippen die so rum, weil die so geldgeil sind, dass sie dann irgend so einen Scheiß abliefern. Ja. Und obwohl sie Scheiß abliefern, lästern sie trotzdem noch über RTL. Diese Schweine. Aber das ist letztlich im Fernsehen, im professionellen Fernsehen ja auch nicht anders. Erst machst du ein bisschen was für wenig Geld, da werden sie auf einmal alle geldgeil und dann fangen sie an, Scheiße zu machen und verprellen ihre Fans. Ist halt so. Wegen dem Bekanntheitsgrad. There's no business like show business. Macht der Mario Barth auch sehr. Mario Barth macht das auch, genau. Er macht ja 1000 Sendungen mit irgendeinem Scheiß und redet immer das Gleiche. Mhm. Übrigens hat man gerade bei Twitter richtig erkannt, dass ich, während ich telefoniere, gerne mal mit dem Tacker spiele. Ich habe einen Tacker hier liegen auf dem Tisch des Sendestudios und mit dem habe ich gerade getackert. Kennst du? Warum tackert man denn? Ja. Nee, ich besitze keinen Tacker, ich habe einen Computer und wenn ich mal Papier habe, dann wird das abgeheftet. Achtung, Gefahr, es gibt zwei Eilmeldungen. Bitte bleib kurz in der Leitung und halte die Ohren zu, es piepst jetzt.
Achtung, Achtung, hier ist der Enjoy Verkehrsservice mit zwei Eilmeldungen. Falschfahrer auf der A39 Salzgitter-Braunschweig. Zwischen Salzgitter-Tiede und Dreieck Braunschweig-Südwest kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Bitte fahrt in beiden Richtungen vorsichtig. Und Achtung, noch ein Falschfahrer auf der A391 Braunschweig-Südwest, Braunschweig-Nord. Zwischen Dreieck Braunschweig-Südwest und Braunschweig-Weststadt kommt euch ebenfalls ein Fahrzeug entgegen. Vorsicht in beiden Richtungen. Ich vermute mal, es ist das gleiche Fahrzeug, aber ich möchte das nicht. Auf jeden Fall fahrt vorsichtig. Fahrt überall allgemein vorsichtig, auch außerhalb dieser Autobahn, die ich gerade aufgezählt habe. Jetzt piepst nochmal. So. Ja, Bob, ey, geil, dass du angerufen hast. Ich lege jetzt auf, weil wir haben Sissy in der Leitung. Sie ist eine Frau wahrscheinlich oder ein Mann mit femininen Tendenzen. Und die möchte jetzt endlich mal eine ehemalige Kellnerin. Sie möchte auf jeden Fall gerne über ihren Hund reden und da kann ich natürlich nicht länger warten. Tschüss, mach's gut, Bob, ne? Nee, natürlich nicht. Viel Spaß noch. Hau rein, du. 0880 5x5. Heute ist offene Themennacht in der Late Line. Bitte ruft einfach an zu irgendwelchen Themen. Und Sissy, hi, grüß dich. Hey. Hey, hi, du bist aus Frankfurt am Main. Was machst du denn bei dieser Hitze, dieser verdammten Hitze? Ja, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Man ist so langsam im Kopf, ne? So klebrig, langsam. Ja, es kommt vom Wetter. Ja, aber es fühlt sich alles so klebrig an. Ja, ja. Es klebt alles. Alles klebt irgendwie. Ja. Klebt irgendwie. Ich fühle mich irgendwie so ganz komisch. Irgendwie so ganz komisch fühle ich mich. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Weiß ich auch nicht. Na, was machst du so mit deinen 19 Jahren? Bist du schon fertig mit der Schule? Ja. Was hast du denn für Leistungskurse? Was hast du denn für Leistungskurse gehabt? Ich mache weiter Schule. Was hast du denn für Leistungskurse gehabt? Ich war nicht auf dem Gymi. Also umso besser. Was hast du denn was hättest du denn gern für Leistungskurse gehabt? Also Deutsch auf jeden Fall. Mhm. Biologie und ja. Chemie, denke ich mal. Oh ja, genau. Und wichtig ist, dass in der Biologie die Chemie stimmt, ne? Ja, genau. So, ja. Sissy, du möchtest mit mir reden über deinen Yorkshire Terrier Timbo. Genau, Timbo. Ich liebe ja Yorkshire Terrier. Der heißt Timbo, nicht irgendwie anders. Der heißt Timbo mit T-I-M-B-O, ne? Genau, genau. Muss man ja dieser Tage aufpassen, weil ich habe gerade gehört, dass meine liebe Freundin und Ex-Partnerin Sarah Kuttner zurzeit einen riesigen Shitstorm, weil die was Falsches gesagt hat mit rassistischen Untertönen oder das zumindest wurde es missverstanden. Und die hat sich da ganz schön in die Nesseln gesetzt mit dem, was die so gesagt hat. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ob du wirklich Timbo der Terrier heißt, ne? Timbo. Genau, Timbo, Gut. Wie süß ist er wirklich auf so einer Skala von 1 bis 10? Wie süß ist sein Yorkshire Terrier? 11. Ja, gar nicht mehr. Ist richtig süß, ne? Ja, und der ist bekloppt. Also der macht immer total die verrückten Sachen. Ja, was macht er am liebsten? Macht er Schabernack? Leute ärgern nicht so knapp. Schwupps, genau. Schon ist die Pantoffel weg. Wer hat die wohl abgeschleckt? Timbo, der kleine Yorkshire Terrier. Genau. Ja, wie lange hast du ihn schon? Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 11 Jahren. Also so. Ich war auch bei der Geburt dabei. Ach du Jemine. Also ja. er ist quasi in 11 Hundejahre, sind ja ungefähr 77 Menschenjahre, mal 7. 77 Hundejahre, genau. 77 Hundejahre, genau. Also 77 Jahre alt wäre er als Mensch. Genau. Der ist also quasi schon längst in Rente. Ja. Ja. Wie süß ist er? Was macht er so? Erzähl. Einfach raus damit. Der ist total bekloppt. Der frisst zum Beispiel nicht normal. Fressen immer und durch die Wohnung werfen und er springt dann hinterher und freut sich total. Mit seinen 77 Jahren muss man aber aufpassen. Arthrose ist da die Gefahr, ne? Nee, also er hat... Nee, bei Yorkshire ist Arthrose nicht, das ist bei Schäferhunden. Keine Zähne mehr. Das er hat keine Zähne mehr. Genau, das ist Überzüchtung bei Yorkshire. Da hängt auch die Zunge an der einen Seite raus. Ah ja. Aber sieht auch lustig aus. Ja, also so ein bisschen wie bei Frank Elstner zum Beispiel oder Tony Marshall oder so. Ja. So ältere Herrschaften, die ich so kenne. Das ist bei denen auch schon, aber es ist halt so im Alter. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ansonsten, der ist, also wenn große Hunde kommen, ist er gar nicht mehr zu bremsen. Ja, er steht auf große Hunde. Er dreht dann immer total durch. Er verfehlt irgendwie seine Körpergröße und schrotzt rechts zu denken. Ich liebe ja Hunde. Ich liebe Hunde. Was machst du, wenn eines Tages Timbo nicht mehr ist? Was dann? Das frage ich mich auch oft. Ich glaube dann, oh je, verzweifle ich. Dann ist Trauer angesagt, ne? Ja, ist mein Goldschatz. 11 Jahre habe ich den schon. Der sollte auch gar nicht so alt werden. Also die Züchter wollten den noch nicht verkaufen. Mhm. Weil sie meinten, der wird nicht älter wie 3 Jahre. Ah, weil er der Vorletzte war und
kaum Muttermilch und Rotlicht abgekriegt hat, der letzte ist auch gestorben. Er hat aber Mutter Natur ein Schnippchen geschlagen. Er ist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Genau. Ja. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ich liebe Hunde und ich freue mich sehr, dass du mir ein bisschen was von der Liebe, die du deinem Hund entgegenbringst, dass du mich ein bisschen daran hast teilhaben lassen. Das finde ich richtig schön. Und ich überlege mir jetzt ein Bild von. Kannst du ein Bild von Timbo posten bei Facebook oder in unserem Blog? Einfach ein Foto. Ja, aber nicht heute. Warum das denn nicht? Morgen. Warum? Weil ich morgen erst wieder den Laptop habe. Achso, ist der gerade woanders? Ist der in Reparatur oder wo ist der? Nee, bei einem Freund ist der gerade. Wieso ist der bei einem Freund? Braucht den gerade für seinen iTunes irgendwie. Du verleihst Laptops an Männer? Ja. Du weißt schon, was Laptops mit Männern von Frauen machen, ne? Jetzt gar nicht. Ja, ich will es dir ja auch gar nicht erzählen, aber es ist auf jeden Fall nicht was, was man jetzt schon erzählen darf um 23:38 Uhr. Da müssen wir noch eine Stunde warten. Das stimmt, genau. Nee, aber du wolltest ja auch irgendwie, du meintest Fetische und sowas. Achso, ja, gerne. Hast du noch einen, aber ich hoffe, es hat nichts mit deinem Hund zu tun. Nee, oh Gott, hör auf. Ja, man weiß ja nicht. Man weiß, ich habe schon hier Pferde kotzen sehen beim Sex. Oh, es ist abartig. Ja, was ist denn? Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ja, also man kann ja schon über Sex reden, wir sind ja alt genug, ne? Ja, wir sind alt genug. Also ich bin alt genug. Du bist gerade erst 19. Ja, und? Da habe ich noch mit den Lego-Technik-Bagger aufgebaut zu Hause. Ja, vor allem als Mann, ne? Ja, natürlich, gerade als Mann. Ja. Ja. Nein, also ich bin total, was Sex angeht, total crazy. Ach so, crazy? Mhm. Ja, also stehe auf. Also ich brauche viel Sex. Ja. Groben Sex, ja. Gruppensex, das ist doch nicht wahr. Groben Sex, ach so. Genau. Grobe, was heißt denn grober Sex? Im Sinne von schmutziger, lauter. Ja, mit Würgen. Mit Würgen? Fesseln vielleicht auch, ja. So mit Oh Gott, aber du bist erst 19, was soll denn, was für einen Sex hast du denn erst mit 40? Da musst du dir ganz schön was einfallen lassen, damit es nicht langweilig wird, wenn du jetzt schon würgen und fesseln lässt. Das stimmt, ja, das stimmt. Und ist das was, womit du Männer dann oft überforderst? Teilweise, ja. Würge also mich, was? Nein, so sage ich das ja nicht. Also teilweise finden die das schon ganz, auch interessant. Ja. Aber es überfordert sie auch schon, ja. Ja, also weil ich hätte ja schon Angst, dass man sich da, also, dass man dann sich da versieht, also versehentlich entweder die Fesseln zu fest oder vergisst aufzuhören zu würgen. Gibt es dann so ein Codewort, was du dann sagen musst, so nach dem Motto, wie beim Judo, dass man so abklatscht? Nee. Nee. Judo habe ich auch mal gemacht. Ja, Judo ist Karate für richtig coole. Ja, vor allem Boden-Judo. Ja, Boden-Judo, genau. Ja, das war, Judo ist eigentlich so die erste sexuelle Erfahrung von Mittelklasse-Kindern. Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Wie bist du darauf gekommen? Hat sich das einfach so ergeben oder hattest du mal einen Freund, der dich quasi in die Welt des groben Geschlechtsverkehrs angeführt hat? Ja, durch einen Freund. Ja. Wirklich, ne? Ja. Also ich war vorher also gar nicht so, da war ich eher so zärtlich und so intensiv halt. Und ja, dann hab ich einen kennengelernt und der tickt ganz anders. Ja, und jetzt finde ich es so viel besser. Ach du Jemine, und jetzt kommst du davon nicht mehr runter. Ja, richtig. Ja, und macht das viel interessanter, also ist echt viel interessanter. Macht ja, ich denke halt nur so aus meiner Lebenserfahrung, ich meine, es ist doch bestimmt mit 19 schon so krasse, sowas entwickelt sich ja im Laufe von Jahren. Und ich denke mir schon, also wenn du jetzt mal so perspektivisch auf dein Sexualleben schaust, der Zukunft, wie wird das dann erst mit 50 aussehen? Hängst du dann so traurig in irgendwelchen Zwingerclubs rum, ist ja immer schon, oder ist das so, dass es quasi dir gar nicht abstumpfst oder dass es dir gleichbleibend viel Spaß macht? Weil ich glaube schon, dass man sich irgendwann daran gewöhnt und dass man dann denkt, ach, was ist denn der nächste Kick, den ich da irgendwie mir holen kann? Ja, das ist schon richtig. Ja, also blind ist zum Beispiel auch noch ein Kick. Mit verbundenen Augen? Oder irgendwann Mund verbunden und so Sachen halt, ja. Interessant. Und dann hast du dann einen festen Partner oder ist es dann auch wichtig, dann quasi verschiedene Freunde zu haben? Nee, ein. Okay. Ein, ja. Das heißt, du bist gerade in einer Partnerschaft und dein Freund macht das mit? Ja. Genau. Und wie war das, als du ihm das beigebracht hast, worauf du so stehst?
Das kam von uns beiden eigentlich. Da musste man gar nicht irgendwie großartig drüber reden oder so. Achso, er hat es auch gern grob. Ja, genau. Also ja. Es war gleich auf einer Wellenlänge sozusagen. Schön. Ja. Ja, aber dann ist ja quasi, dann kann man dich ja nur beglückwünschen und dein Freund und dann bist du ja zumindest, was den Sex angeht, wahnsinnig ausgeglichen. Jetzt musst du nur sehen, ja, dass du deine Schule zu Ende machst, einen tollen Job bekommst und dann... Ja, ich will jetzt meinen Fachabend Sozialpädagogik machen. Sehr gut. Und dann, wohin soll's gehen? Aufs Jugendamt oder Sozialamt. Aufs Jugendamt, sehr gut. Ja. Aber ich will es besser machen, wie man es andere auf dem Jugendamt. Ja, nicht so grob, wie viele Leute auf dem Jugendamt so sind. Ja, und so herzlos. Also ich war selber im Heim auch. Mhm. Also das wäre auch was ich dann vielleicht machen würde, weil ich auch die andere Seite kenne. Okay. Ja, so. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und ruf gerne wieder an, ne? Die Telefonnummer hast du jetzt ja. Ja, genau. Und du warst nochmal wer? Ich bin Holger. Holger. Ja. Okay. Tschüss, Sissi. Okay, danke schön. Bye. Schönen Abend noch. Darf ich noch was sagen? Nein. Ganz kurz. Nee, ja. Ganz kurz. Ich möchte einen Liedwunsch äußern. Ja, gerne. Sag doch mal. Von Example, Change the Way You Kiss Me. Example, Change the Way You Kiss Me. Genau. Das spielen wir jetzt gleich für dich, Sissi. Oh, cool. Also du musst dich jetzt aber noch gedulden. 1 Stunde und 10 Minuten. Ja, ein bisschen. Dann spielen wir es am Ende. Example und Change the Way You Kiss Me. Ich muss mir das aufschreiben, genau, dass ich das nicht vergesse. Aber wo habe ich denn jetzt einen Zettel? Hier, warte mal. Ach so. Example. Und dann Change. The way also, you kiss me. Verändere die Art, wie du mich küsst. Genau. The way. Wie soll man dich denn dann küssen, wenn man das so auf jeden Fall. Also anders, gröber. Ja, genau. The way you kiss me. Ist das eher so Heavy Metal Hardcore oder ist das mehr so ein romantischer Schmusesong? Nein, kein schwulen Song, sowas höre ich. Romantischer Schmus. Was ist ein schwulen Song? Nee, sowas höre ich nicht. Was ist ein schwulen Song? Und schwulen Songs hörst du nicht, ne? Balladenscheiß, nee. Schwulen Songs hörst du nicht so. Auch Liebesfilme gucke ich gar nicht. Also ich gucke nur Actionfilme, Horrorfilme. Cool. Liebesfilme kann man mich jagen, ehrlich. Also, cool. Alles klar, gut, meine Liebe. Ne? Dann schön, ruf mal bald wieder an und auf Wiedersehen und viel Erfolg beruflich und privat. Ja, danke schön. Bye, bye. Tschüss, dein Holger. Ja. 0800 805 mal die 5 ist die Telefonnummer. 0800 805 mal die 5. Heute ist offene Themennacht. Ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr anrufen möchtet. Es ist völlig egal. Und wenn ihr euch fragt, was ist das eigentlich für ein Geräusch bei Ihnen im Hintergrund, Herr Böhmermann? Richtig, es handelt sich um einen Ventilator. Ich muss ihn anmachen und macht Luft untenrum, unterm Schreibtisch. Weil damit die Füße und die Beine, weil der Mensch, das Temperatur-Körperteil sind ja die Beine. Wenn die Beine kalt sind, ist der Rest des Körpers auch kalt. Ne? Ganz wichtig zu wissen. Mike aus Worms. Hallo Mike. Ja, hallo. Also ich habe auch ganz warme Beine und so. Ja, du hast auch warme Beine, ne? Ja, aber es ist total kalt irgendwie darum, ja. Ja, komisch irgendwie. Meine Beine sind auch oft warm und ich habe oft kalte Hände. Und ich friere überhaupt auch sehr viel. Ich friere oft sehr viel. Bei mir muss man schon im Juli die Heizung anmachen. Weil ich immer so fröstel. Ich bin so ein Frösteltyp und ich liebe ja Kuscheln sehr. Immer gerne kuscheln mit Leuten gern. Ja, kommt es immer dazu oder irgendwie nicht? Mm-mm. Oh, sollen wir also jetzt noch für die Holger hier schönen Aufruf machen und dann sollen die Mädels sich mal melden. Was? Wer soll sich melden? Ja, die Mädels. Oder du tickst andersrum, das wäre sicher nett. Für den Holger meinst du? Ja, nee, der Jan, oder? Ich bin der Jan, ja. Ja. Jarn, mit J, mit R. Mit R, 4 Buchstaben. J-A-R-N, Jarn. Bin der Jarn. Neue Rechtschreibung. Ah, okay. Der Jarn, Jarn, Jarn bin ich. Bin der Jarn, hallo. Du hast doch gefragt gehabt hier von wegen Tiger Enten Club, der Vorgänger. Genau. Also der Disney Club war der Vorgänger vom Tiger Enten. Damit hat die ARD angefangen, junge Leute an ihr Programm zu binden. Und ich weiß, was die alle drei machen. Und, also die drei Anfangsmoderatoren vom Disney Club und du auch. Wie heißen sie und was machen sie heute? Also Antje Pieper war dabei gewesen, die berichtet für die Heute-Nachricht im ZDF. Genau, die ist im ZDF ein relativ... Macht es auch sehr gut und war zum Beispiel in Griechenland die Korrespondentin vor einem halben Jahr. Ich glaube, ist sie jetzt momentan nicht mehr, aber ist in aller Welt unterwegs und ist eine ganz tolle Reporterin geworden.
Ja, die war mir schon immer sympathisch gewesen. Genau. Genauso wie die Stefan Pino, der im WDR dann nachmittags irgendwie so genau. So eine Rentner müssen sich vor den Fernseher setzen und damit sie nicht auf der Straße Jugendliche zusammentreten, werden sie quasi vom WDR-Fernsehen und Stefan Pino und seiner Sendung sediert am Nachmittag. Das macht der da beim WDR-Fernsehen im dritten Programm. Und was macht Ralf Bauer? Na, weißt du es? Ich weiß nicht, er hat mal vor Jahren in der ARD irgendwie so eine Surf-Sendung gemacht, also Schauspieler. Ich hab ihn vor einer Woche gesehen bei QVC. Verkauft er jetzt? Ja, der verkauft. Ich muss ganz kurz gucken, was er verkauft. Mir fällt es partout nicht mehr ein. Ich weiß nur, dass ich so geschockt war, dass jetzt Ralf Bauer, der sieht auch so ein bisschen, ich glaube, es ist irgendein Trainingsprogramm oder sowas, irgendein Fitness-Ding. Der sah auch so ein bisschen aus, als hätte er länger nicht geschlafen. Also so, weißt du, wie wenn die Medikamente nicht so richtig eingestellt sind. Der sah so ein bisschen, ich sag mal so neben der Spur irgendwie aus. Ach genau, es ist ein Yogakurs. Yogakurs mit Ralf Bauer. Yoga mit Ralf Bauer. Ralfbauer-yoga.de. Warum Yoga für mich so wichtig ist. Und da war er dann bei QVC und hat seine Yoga-DVD verkauft. Ach, die liebe Zeit, die ist ja schon so weit gesungen. Ja, ans nächstes kommt er bestimmt noch irgendwie in die Einkaufszentren und singt dort. Ja, genau. Ich lese mal kurz ein bisschen was vor von seiner Internetseite. Achtung. Warum Yoga für mich so wichtig ist, von Ralf Bauer, ehemals Disney-Club-Moderator. Bei meiner ersten Begegnung mit Yoga im Jahr 1998 war ich keineswegs überzeugt, dass dies wirklich ein Sport für Männer sein könnte. Ich war damals in einem Hotel in Thailand, da hat er wahrscheinlich gedreht, um dort jeden Morgen mit anderen Gästen und einem Lehrer Tai Chi zu üben. Er verlangte, bevor wir mit dieser langsamen Form des Kung Fu begannen, dass wir als Warm-up für das Folgende zunächst den Sonnengruß machten. Nun, er war schließlich der Meister. Und dann hat der Yoga auf jeden Fall für sich entdeckt. Und heute verkauft er Yoga-DVDs bei QVC. Und ich würde sagen, es ist ein ganz klarer Aufstieg. Ich meine, Disney-Club und dann jetzt zum Yoga-Lehrer, zum freien Yoga-Lehrer. 19 Euro, 18 Euro kostet das Sonderangebot-Set. Unterwegs zu mir und mein Sonnengruß, Ralf Bauers Yoga-DVDs. Oh je, meine. Er hätte auch gleich einen neuen Lars gehen können, aber schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, aber er hat ganz tolle T-Shirts. Man sieht ihn hier in weißer Stoffhose und mit einem weißen, sehr körperbetonten T-Shirt mit einem ganz tollen Ausschnitt. Und er hat so, wie heißen die, Bandanas um? Nee, Banderas. Nee, diese Stirnbänder hat er um oder Tücher. Und er sieht richtig aus wie also ganz in sich ruhend und sehr zufrieden. Okay. Ist die Zielgruppe eher bei ihm Männer oder Frau? Also ich wüsste bei ihm nicht, also er sieht für mich schwul aus. Aber nee, also er spricht mich auf jeden Fall ganz klar an, aber in so einer eindeutig heterosexuellen Art und, also, obwohl ich weiß gar nicht, also sexuell vielleicht, so ein kleines bisschen fühle ich mich da schon angesprochen, aber dieses Yoga-Ding, also die Mitte finden, das ist ein ganz klares Männer-Ding, also Männer lieben Yoga und Männer ist ganz klar eine Sache, Yoga ist ganz klar eine Sache, die Männer fasziniert und gerade von Ralf Bauer vorgetanzt und vor allem, wenn man ihn in den Klamotten sieht, das ist ja echt, oh, wunderschön, toll. Toller Typ. Charismatisch und eine gute Idee vor allen Dingen. Naja gut, jetzt kann man jetzt erzählen, wie man will. Du, weißt du, ich würde mir manchmal wünschen, Mike, ich würde mir wünschen, dass ich auch sowas hätte, so ein Hobby oder irgendwie sowas, dass ich, wo ich dann auch DVDs machen könnte und dann irgendwo verkaufen kann. Aber ich habe leider gar keine Lust auf Hobbys. Also ich hab verabscheue Hobbys. Ja gut, mein Hobby habe ich quasi zum Beruf gemacht. Ich habe schon nie mehr mit Menschen geredet. Und arbeite in der AWO, ja, als Altenheim-Entertainer, so kann man cool. Sagen. Ne? Nein, du bist Altenheim-Entertainer? Ja, richtig, ja. Ach, das ist ja ich quasi auch. Ich meine, ich arbeite für die ARD und da ist, ja, ist ja so, da muss man ja realistisch sein. Das ist ja toll, dann sind wir ja quasi Berufskollegen, du bist Entertainer. Was kommt denn bei den alten Leuten besonders gut an? Wir haben so ein Spiel, ja, das ist so ein Vorschriftsspiel, das ist aus Plastik, da musst du dann halt mit dem Zeigefinger hingehen. Und muss ich eine Trupptübe und dann gibt es so einen Teich, ja, und dann sollen die reinspringen, ja, das machen die unheimlich gern und lachen sich unheimlich kaputt. Heute habe ich gerade mit denen Wasserball hin und her geworfen, ja, da kannst du die wirklich eine halbe Stunde, Stunde dran hinsetzen und die haben irgendwie immer noch ihren Spaß, ja, das sind Demenzkranke, Senioren und so einfache Sachen machen denen unheimlich Spaß unheimlich, ja. Demenz hat viele Gesichter. Ja, doch. Es gibt ja verschiedene Phasen, wo die Demenz also beginnt, also da stellen die jetzt selber noch fest, dass sie Demenz haben, ja, und dann kommt so die mittlere Demenz, also die vergessen dann das weit hergeholte, also von früher, wissen sie unheimlich Bescheid, aber so das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Und so die letzte Phase, kann man sagen, ist, dass die, nur noch Menschen mit Haut und Knochen sind, die manchmal ein dummes Zeug von sich prabbeln, ja, durchaus, ja. Also Ich will die damit nicht beleidigen, wie man es will, nicht, ja, aber es ist manchmal so, ja, die sind dann wie Kleinstkinder dann halt, ne. Mhm.
Ja, das ist ja ein toller Job. Und bist du wirklich als, auch als alten Entertainer da eingestellt oder bist du eigentlich Pfleger von Beruf? Neben dem Pflegerich habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts am Hut. Ja. Es gibt bei uns eine bettlägerige Dame, die ich dann besuche. Ja, da haben wir zum Beispiel eine Dame gehabt, die sehr aktiv war immer, hat mit mir auch mal über das Thema Sex gesprochen. Die liegt jetzt zum Beispiel jetzt nur noch im Bett. Die hat nur gesagt, da habe ich mit ihr da gehockt und mich unterhalten. Da hat sie gesagt, der hat mich von hinten genommen, ja, und das ist mir so die Kinnlade runtergefallen, weil ich bin davon nicht gewöhnt, dass alle Menschen so eine Wortwahl, sag ich mal, treffen. Ja, aber ich meine, die haben ja auch mal Sex gehabt oder haben meistens, also haben ja oft auch, also natürlich, das hört ja nicht auf im Alter. Ey. Ja, deshalb hat die ABO immer so eine Broschüre vor 2 Jahren rausgebracht, Sexualität im Alter und ja, das war der Renner, ja, das war für die Rentner Bravo, ja. Ja. Ja, du sag mal, was mich nochmal eben ganz kurz interessiert zu deinem Arbeitgeber, du bist ja bei der AWO an, bist du da fest angestellt? Also ich bin dort eigentlich als Halbschaftskraft angestellt. Im Moment habe ich höhere Stunde und ja, habe dort ziemlich viel zu tun. Jetzt privat ziehe ich dann auch noch um und alles halt so unter einem Hut zu kriegen, ist halt nicht immer so ganz einfach. Ja, das ist doch, das ist doch eine karitative Organisation unter kirchlicher Trägerschaft, ne? Richtig, ja, genau. Ist das katholisch oder evangelisch? Das weiß ich bei der ABO nicht. Ich glaube, katholisch, oder? Das weiß ich noch nicht immer selber. Also ich kann es nicht mit Genauigkeit sagen. Ja. Also das hat relativ früh angefangen, Anfang 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, ne? 19 irgendwas. Und ja, da gibt es jetzt mittlerweile verschiedene Abstufungen in der AWO. Also die ist relativ groß, kann man bei Wikipedia nachlesen. Und wir betreiben zum Beispiel Altersheime ja in Deutschland, in unserer Region hier zum Beispiel. Ne? Ja, aber sag mal, ist das nicht, ist das nicht so, das habe ich mal gelesen, dass es bei solchen kirchlichen Trägerorganisationen, dass es da quasi so ein wahnsinnig stranges Arbeitsrecht gibt, also dass man quasi, wenn man festangestellt ist, dass man da gewisse Regeln beachten muss, die quasi die katholische Kirche vorgibt? Also mir ist es nicht bekannt. In der AWO ist es jetzt zum Beispiel nicht so. Mhm. Was zum Beispiel Kleiderwahl betrifft, da sind vielleicht andere Altersheime ganz anders. Die haben dann vielleicht so einen Einheitsfummel, ja, den sie abziehen müssen, um klar als Mitarbeiter irgendwie zu erkennen zu sein. Also bei uns laden wir eigentlich in private Klamotte, also zumindest wir allen Entertainer. Ja, ist ja egal. Ich dachte, wir müssen da nicht drüber reden. Gut, aber schön, dass du mal angerufen hast, mein Lieber, Mike. Ja. Und danke für den Anruf und schön, dass wir jetzt gemeinsam nochmal über Antje, Stefan und Ralf geredet haben. Wunderbar. Die Disney-Club-Moderatoren. Ich wünsche dir eine gute Nacht und Gruß nach Worms, die tolle Kaiserstadt, ne? Domstadt. Domstadt, meine ich. Kaiser, Domkaiser. Worms. Worms, weil gut, Worms, ne? Ist ja mal eine richtig wichtige Stadt gewesen, ist aber jetzt nicht mehr wichtig, ne? Naja, was heißt wichtig? Also das Lustige war, in Worms findet immer so eine Nazi-Demo statt. Und das war letztens der Fall. Und da sind die dann halt durch Worms marschiert, haben eine andere Route gekriegt. Und da kamen die an der Kirche vorbei. Und der Pfarrer hat es natürlich mitgekriegt, dass die Nazis da sind. Und da sind die abgezicht, weil die ihre Parolen dort nicht verkünden könnten, weil der Pfarrer einfach die Kirchturmglocke hat laufen lassen. So cool ist Worms, ja. Sehr gut, sehr gut. Worms ist auch eine meiner Lieblings... Hopsala. Oh, was war das denn? Haben wir was in die... mich verschluckt. Worms ist auch eines meiner Lieblingsspiele auf dem PC gewesen früher. Und jetzt als App gibt es auch Worms. Worms 1 und gibt es auch schon Worms 2. Ach, das hat mich nie interessiert. Das ist, erinnert mich an Lemminge und die habe ich auch nie gern... Nee, aber Worms ist ein richtig bekanntes Computerspiel, benannt nach eurer Stadt. Aber wir haben genug andere Action hier in Worms. Chess and Joy jetzt demnächst, dann die Nibelungenfestspiele, riesengroß. Also, ja, das genau, die sind vorm Dom, ne, die Nibelungenfestspiele. Richtig, genau. Ganz toll. Wer spielt denn, spielt der Christoph Maria Herbst wieder mit? Ich habe keine Ahnung, ich habe diesmal gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt, weil ich dies hier nicht hingehe durch den Umzug, den ich mache. Und ich war nur einmal dort. Ich finde es halt ein bisschen gehend langweilig. Ja, das macht aber nichts. Es gehört immer tolle Stars da und so. Ist doch super. Naja, schon. Also der, wo Disco moderiert hat, ganz früher. Ilja Richter. Der hat die Stimme doch für König der Löwe geliehen. Der war richtig super. Der hat richtig gut geschauspielert. Also ja. Von dem war ich sehr angetan. Den finde ich auch ganz toll, Ilja Richter. Der hat auch heute noch Klasse und Geschmack. So, mein Lieber, aber genug des Gesprächs. Der Steffen aus Stuttgart, der wartet jetzt schon in der Leitung so lange, den wollen wir nicht länger warten lassen, Mike. Alles klar, in Ordnung, Steffen. Viel Spaß, ja? Ja, danke. Ich heiß aber Jan. Jarn. Jarn. Ja. Ciao, Mike. Mach's gut. Du auch. 0800 80 5x5. Heute ist offene Themennacht. Ihr könnt anrufen, zu welchem Thema auch immer ihr wollt, wenn ihr mal, keine Ahnung, wenn ihr mal im Radio
reden wollt, einen Musikwunsch loswerden wollt, den wir natürlich dann nicht spielen können, weil wir ja eine Talksendung sind, aber wenn ihr irgendwie irgendwas habt, irgendwas, egal, 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und ihr hört übrigens Enjoy Bremen 4 UFM, das Ding und Sputnik. Die Sendung wird fast in ganz Deutschland übertragen, mit Ausnahme von Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. In Berlin-Brandenburg, da ist, glaube ich, heute Abend irgendeine andere Sendung bei Fritz, die normalerweise immer Montag bis Mittwoch übertragen. Beim Saarländischen Rundfunk, ich glaube, der wurde mittlerweile gesprengt, aufgelöst unter der Regentschaft von Kati Karrenbauer, der ehemaligen Dschungelkönig, der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin, die jetzt Saarland regiert. Deswegen fällt das Ding eh aus. Und beim WDR werden wir nicht ausgestrahlt, weil wir da, wie heißt es, Domian sonst in die Quere kommen. Und dann 3 Stunden Talk, das wäre wirklich also ein bisschen zu viel. Vom Bayerischen Rundfunk reden wir gar nicht, weil ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wir haben eine Einmeldung. Bitte kurz den Piepser abfahren. Marc. Achtung, Autofahrer, hier ist der Enjoy Verkehrsservice. Mit einer Einmeldung für die A1 Osnabrück Richtung Münster. Fußgänger auf der A1 Osnabrück Richtung Münster zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Raststätte Tecklenburger Land laufen Personen auf der Fahrbahn. Achtung, auf der A1 Osnabrück Münster zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Raststätte Tecklenburger Land laufen bescheuerte Personen auf der Fahrbahn rum. Bitte fahrt äußerst vorsichtig. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir endlich Steffen, 20 aus Stuttgart in der Leitung. Hallo, Steffen. Guten Abend, Jan, oder guten Morgen, Jan? Ja, wie du willst, wie du möchtest. Wir haben noch guten Abend, ist noch 23.58 Uhr, also ist noch vor 0 Uhr. 2 Minuten, ja. Ja. Du kommst aus Stuttgart, ich habe schon gehört, das Wetter ist jetzt immer noch angenehm, 19 Grad, hat vorhin die Conny erzählt. Und du warst heute, und das finde ich sehr sympathisch, im Kino. Ja, ich war gerade, du hast es mir empfohlen, letztes Mal, wo wir miteinander geredet haben. Mhm. Hast du mir empfohlen, in den Avengers-Film zu gehen, und ich bin gerade vor 20 Minuten aus dem Kino gekommen. Und war super, oder man fühlt sich wie ein Superheld hinterher. Ja. Ja. Also ich muss sagen, es war richtig, richtig empfehlenswerter Film. In 3D? Ja, natürlich in 3D. Ja, natürlich supergeil, oder? Ja. Also was ich aber sagen muss, schade, dass nicht bei uns also direkt gedreht worden ist, sondern weil es gibt da, wurde so ein kleiner Ort in den USA gedreht, ich glaube Cleveland nennt sich das. Cleveland? Ja. Cleveland, ja, Ohio. Ja, genau. Fand es schade, ja. Ja, macht er nicht. Ich meine, immerhin wurde Stuttgart gefeatured in dem Film. Ja, das ist auch ein bisschen unsere Straße auch irgendwie falsch geschrieben haben. Egal. Ein bisschen komisch auch. Egal. Ich meine, es ist doch lustig, dass Stuttgart in dem Film vorkommt. Also Stuttgart. Ich meine, natürlich ist Stuttgart irgendwie auch so ein Sinnbild für das, was wie Deutschland so ist. Und es ist kein Kompliment auf jeden Fall, aber ist doch nett, dass Stuttgart mal gefeatured wird. In welchem Hollywood-Blockbuster war Stuttgart jemals ein Thema? Nirgendwo. Immer Hamburg, München, Berlin. Manchmal Köln. Ja. Aber Stuttgart? Nee. Zum ersten Mal. Ja. Ich war heute auch im Kino. Echt? Übrigens. Ja, ich war heute Nachmittag im Kino. Ich habe heute The Dictator geguckt mit Sacha Baron Cohen, quasi dem Nachfolger von Bruno, Borat und Ali G. Ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da habe ich am Dienstag schon was gesagt bei Holger Klein. In der Late Line, ja, oder am Montag war es, glaube ich, der hat wieder so Listen aufgestellt, und da habe ich ihn unter die Nervensägen platziert. Sacha Baron Cohen oder Holger Klein? Ja, bei Juck, glaube ich, war es. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Weil ich den eigentlich nicht so lustig fand. Also Borat hat er ja, glaube ich, gemacht, da fand ich ihn wirklich lustig, aber dann war er irgendwie geschmacklos, und jetzt sich auch noch über Diktatoren lustig zu machen, ich weiß nicht. Ja, weil ich finde, über Diktatoren sollte man sich wirklich nicht lustig machen. Das ist erstens gefährlich, und zweitens sind die einfach zu mächtig, und da sollte man sich wirklich nicht drüber lustig machen. Ja, ich habe es ja schon am Montag gesagt, ich fand es geschmacklos. Aber ja, irgendwie stell mir vor, es würde sich in Deutschland jemand über Hitler lustig machen. Würde Witze über Hitler machen, so. Meinst du, was dann hier los wäre? Ja, er wurde ja auch ein bisschen auf den Arm genommen, der Hitler, oder? Wenn man sich so Switch Reloaded anguckt, so. Was? Also der Stromberg. Jemand nimmt Hitler auf den Arm? Ja, wie heißt das? Ich glaube, das ist so Salzberg oder so. Obersalzberg? Ja, genau. Da wird Hitler veräppelt? Mhm. Auf welchem Sender ist das?
Ja, bei ProSieben. Switch Reloaded. ProSieben, der bekannte Sender. Also nicht so ein kleiner, sondern ein richtig großer Sender. Macht sich über Hitler lustig. Jan, das muss dir doch bestimmt auch was sagen. Nee, aber das wäre mir, also das ist, finde ich, eine absolute Schweinerei. Der nimmt auch andere Formate auf den Sender, wie zum Beispiel Stefan Raab nimmt er auf den Kopf. Nee, Moment. Stefan Raab, über Stefan Raab, dem letzten Fernsehdiktator des deutschen Unterhaltungsgeschäfts, wird auch drüber gescherzt. Ja. Nicht im Ernst. Da gibt's einen, ich glaube, der heißt Max irgendwie mit Vornamen. Mutzke? Max Mutzke. Ja, so ähnlich. Ja, Max Matzke? Keine Ahnung, der Max imitiert dann. Das ist ein Imitator. Jörg Knörr oder Florian Schröder. Meine Lieblingsimitatoren, die finde ich immer richtig cool, wenn die bei Land sitzen. Ja, auf jeden Fall gibt es so einen, der macht immer so Imitationen, ja. Ja, Jörg Knörr wird das sein, ist der Beste. Oder so ähnlich, ja. Ja, Jörg, Max Jörg. Max Jörg vielleicht, Max Jörg Knörr. Und der nimmt dann Raab auf den Arm oder... Auf den Kika hat er dem. Auf den Kika. Kika. Kika ist ja aus Erfurt. Ja, genau. Ja. Ich höre gerade hier bei Facebook, dass ich heute übersteuere. Das ist richtig, ich habe heute... ist dir das auch aufgefallen, Steffen? Du bist ja Profi, Late-Line-Profi, du hörst ja öfter die Sendung, ne? Ja. Ich habe heute eine leichte Distorsion. Das liegt daran, weil ich mein Mikrofon zu laut eingestellt habe. Es müsste jetzt aber weg sein. So. Entschuldigung. Ihr habt es richtig bei... Ich habe übersteuert. Ich bin ein übersteuerter Typ gewesen. Ich dachte, das liegt an deinem Ventilator. Nee, ich habe etwas übersteuert. Ich war zu laut und habe dann hat's geklippt. Ne? Dann hat's geklippt, sagt der Radio. Fuzzi. Ja, aber auf was ich halt noch mit dir reden wollte, ist, wie läuft mit Klump? Ja, mein Soft Energy Drink. Ja. Cola with Alcohol. Taste the Klump. Taste the Klump, drunk and awake. Klump, ja. Auch als Klump Light. Cola ohne Alkohol und Klump Zero. Alkohol ohne Cola. Ja. Ja, das ist nämlich wichtig, dass man sich breit aufstellt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und dass man vor allem für jeden Geschmack was dabei hat. Weil du musst dich breit aufstellen. Eigentlich musst du auch quasi sowas wie Billigklump machen. Also so wie Ja oder Tipp Klump. Was aber exakt das gleiche ist, vielleicht ein bisschen anders schmeckt, ein bisschen mit weniger Liebe gemacht ist, damit du das Niedrigpreissegment auch abgreifst. Weil eine Dose Klump kostet 3 bis 4 Euro. Hochpreissegment. Und dann im Niedrigpreissegment aber mit denselben Zutaten und derselben Wirkung, was für die, sag mal, die Hartz-IV-Klientel machst, weil das, deren Geld willst du natürlich auch haben, ist ja klar. Ja, und dann landet dein Klump irgendwann mal bei, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Gerne, nenn Namen. Ja, zum Beispiel große Firma Lidl. Lidl. Ja, oder Aldi Nord, Aldi Süd, ja. Ja. Wer weiß, damit so einen billigen Namen. Ja, fände ich gut. River Klump. Ja, River Klump. Zum Beispiel. Ja, River Klump ist doch ganz cool. River Klump. Und das schmeckt ein bisschen wie Klump, aber nicht so richtig. Und ich bin auf jeden Fall, ich bin gerade am Dosendesign dran, weil ich diesen ganzen neumodischen Flaschenquatsch mache ich nicht mit. Ich will wieder zurück in den 80er Jahren. Ich möchte wieder Dosen herstellen, wo man, wenn man diese Dinger aufreißt, noch dieses Metallteil in der Hand hat, mit der Öffnung, wie früher in den 80er Jahren. Wo man dann so scharfkantige Metallteile von der Dose abreißen kann und die einfach irgendwie auf die Straße schmeißt und im Sommer, wenn Leute Flipflops tragen oder Kinder barfuß rumlaufen, die dann in diese Dosenöffnungsdinger reintreten, wie früher in den 80ern. Das in den, auf den Spielplätzen, wo die Kinder natürlich dann immer Klump trinken, diese scharfkantigen Dosenreste rumliegen aus diesem Dosenblech. Und ich möchte das vor allen Dingen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Politik der Grünen. Ja, das bleibt dann auch immer irgendwie immer hängen, als wenn man das dann so eine Cola-Dose aufmacht, dann kriegt man auch manchmal immer diesen metalligen Geschmack manchmal mit. Genau, ganz wichtig. Und man wenn braucht man das Ding dann richtig aufreißt. Ja, man muss es ganz aufreißen und dann beim Aufreißen kommen so kleine Metallspäne in das Getränk mit rein und es muss auf jeden Fall umweltfeindlich hergestellt sein und umweltfeindlich verpackt und damit, um die Grünen richtig zu ärgern, also nur aus, ich bin jetzt nicht gegen die Grünen oder sowas, aber nur aus Spaß, weil es am meisten Spaß macht, die zu ärgern. Weil die sich am meisten aufregen, dass diese ganze verkackte Stuttgart 21-Posse, dieses ganze grüne, baden-württembergische, schwäbische Fusselgesocks, wird Klump in Deutschland hergestellt,
allerdings zu Dumpinglöhnen und dann mit Trucks einmal rund um die Welt gefahren. Wie Aquavit-Linie. Die muss ja auch den Äquator irgendwie überqueren, glaube ich. Du hast ja gesagt, das wird in Berlin Mitte Getränk. Ja, und wird dann, das wird vorher aber einmal rechts oder links rum um die Welt gefahren mit LKWs, mit sehr alten Unimogs aus der Sowjetunion, die haben Katalysator nicht mal 100, also sind niemals näher als 100 Kilometer im Katalysator vorbeigefahren. Und die machen, hinten kommt da direkt ein purer, angereichertes Uran aus dem Auspuff raus. Und die müssen einmal die Dosen um die Welt transportieren, damit auch damit wirklich die Ökobilanz, da kannst du keine Bäume gegen pflanzen, so umweltfeindlich ist das Getränk. Das ist ja, und wird dann dein Gesicht dann auf der... Nein. Das wird natürlich, ich bin da nur der Mastermind hinter dem Projekt. Das wird nur, die Dose wird rosa. Wichtig ist, dass dieses Metallteil oben zum Abreißen ist, dass man das wegschmeißen kann und dass Leute da reintreten, weil any promotion is good promotion. Und wenn es heißt, Glump, ist das nicht die Dose, wo die Leute sich immer die Füße dran aufschneiden an diesen abgerissenen Dosenöffnungsdingern, dann ist das in aller Munde. Nicht nur getrunken, sondern auch ist das ein Thema. Das Getränk muss relevant werden. Weil, seien wir mal ehrlich, es ist schwierig gegen Red Bull Flying Horse oder Magic Man anzukommen. Der Energy Drink Markt ist eigentlich gesättigt. Da muss man mit neuen Konzepten ran an die ganze Geschichte. Ja. Und vielleicht kommt deine Dose dann pfandfrei auf den Markt? Nee, die ist mit ganz normalem Pfand, aber es wird gebeten, dass man die Dose wegschmeißt und in den ganz normalen Müll oder noch viel besser einfach irgendwo liegen lässt. Und zwar so, dass auch die Pfandsammler, die dann immer durch die Gegend laufen, dass sie da nichts mit anfangen können, dass sie einfach weiter rumliegt, dass die einfach auf der Straße rumliegt. Was ich darüber übrigens sagen möchte, ist, das ist das Nervigste, was es jemals gegeben hat, Dosenpfand. Dosenpfand? Also das muss ich echt sagen. Wieso? Das war das richtig Nervigste. Ich fand es so unnützlich, ständig immer dafür auf die Dose drauf zu zahlen. Mhm. Ich finde Mehrwertsteuer zum Beispiel. Mehrwertsteuer oder Regen finde ich auch echt nervig. Ja, überleg mal, stell mir vor, es gäbe keine Mehrwertsteuer mehr. Alles wäre 19% günstiger, Taxifahrten 7% günstiger. Das wäre eine Menge Cash, was man in der Tasche wieder hätte als Verbraucher. Ja. Aber bei Kaffeefahrten wird man eben nur abgezockt, also. Ja. Aber wo wird man abgezockt? Kaffeefahrten. Nee, ich habe Taxifahrten gesagt, nicht Kaffeefahrten. Ach so, Taxifahrten, ich habe Kaffeefahrten verstanden. Wobei viele Taxifahrten ähneln Kaffeefahrten. Ja. Nur, dass einem keine Waren verkauft werden, sondern billig zusammengeschusterte, in irgendwelchen Flughafenpausen selbst ausgedachte Meinungen zu irgendwelchen Themen einem aufgedrängt werden, wie Heizdecken. Ja. Wie sieht es mit deinem Internet aus? Internet ist wieder da, ja, ich habe Internet seit 6 Tagen. Das danke heißt, der Nachfrage. Wieder in der Internetzone. Ja. Allerdings erst 16 Mbit und ich will jetzt auf 50 hoch. Das ist das Maximale, was man bekommen kann, da wo ich bin. Und wenn ich das erreicht habe, dann mache ich erstmal 4 Wochen Pause und dann wird nur masturbiert. Ja. Das heißt, du bist jetzt wieder im World Wide Web angeschlossen. Ich bin wieder im World Wide Web. Ich gucke mal eben kurz, was bei Facebook so passiert. Warte mal. Gehe mal bei Google Facebook ein. Dann kommen wir erstmal auf die Facebook-Seite. Gebe ich bei Facebook Late Line ein, oben in der Suchleiste, komme ich auf unsere Late Line Seite und dann die Timeline. Ah, oh, die Timeline ist wirklich echt sehr gut. Chronik finde ich auch ein bisschen nervig. Die Chronik finde ich wirklich, ist wirklich eine der besten Erfindungen von Facebook. Nach dem Börsengang. Der Börsengang war auch eine ganz clevere Idee. Ah ja, stimmt, ja. Ich habe vorher extra Manfred Krug gefragt, ob ich Facebook-Aktien kaufen soll. Manfred Krug hat gesagt, auf jeden Fall. Er hat auch welche. Ja, der Mark Zuckerberg, der hat wirklich einiges damit erreicht, ja. Apropos Mark Zuckerberg, ich muss jetzt auflegen und mit Marco und Tobi sprechen. Okay, schöne Sendung noch, Jan, ich dir auch. Ciao, Steffen. Ciao. 0880 5x die 5 ist die Telefonnummer. Ich nuschel immer so bei der Nummer. 0880 5x die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und wir haben heute offenes Thema. Ich esse Salzstängchen hier dabei. An die Elektrolyte, an den Elektrolythaushalt denken muss man. Und ich freue mich, dass Marco und Tobi endlich jetzt in der Leitung sind. Sie kommen aus Cuxhaven. Hi! Moin, Holgi, ne? Moin, ja. Hi. Ja, hier sagt man ja Moin. Ja, Moin, Moin. Ich bin's, moin. Euer Holgi. Jo, Moin, Jan. Sag aus, wie schaut's? Ja, du, musst ja. Ja, war. Wieder eine Menge Arbeit zu tun. Ich sitze hier in White Trash Outfit. Mit in Cargo-Hose und freiem Oberkörper. Hier, guck mal. Aua. Das ist meine Aktion. Das war mein Sixpack.
Jo, dein Fass meinst du? One Pack. Ja. I got a One Pack. I got a hangover. Wir haben gerade Abitur gemacht. Wir fühlen uns eigentlich wie Arbeitslose, bloß mit Ausrede. Also das ist eigentlich ziemlich geil, kann ich dir nur empfehlen. Du, aber Abi ist, also mit jetzt Abi machen ist total geil, weil jetzt früher war das so, Abi machen und dann musst du dich direkt für die nächste Prüfung vorbereiten, den 13-monatigen Zivildienst damals bei uns. Boah, und vorher diese verfickte Verweigerung dir ausdenken. Och, nö. Gibt's ja nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt's ganz schön gut. Ihr seid ganz schöne Weicheier eigentlich. Jetzt geht's direkt an die Uni oder was macht ihr jetzt? Nö, wir machen jetzt, also ich mache ein duales Studium und Tobi macht eine Ausbildung beim Düngerhändler. Beim was? beim Düngerhändler. Duales, also Studium? Also, nee, ich mache ein duales Studium. Ja. Und Tobi fängt echt bei so einem Düngerhändler an. Also das ist mein Ernst jetzt. Dünger oder Döner? Dünger. Dünger, ja, ist doch nicht schlimm. Dünger ist doch nicht schlecht. Naja, gut. Kann man jetzt so oder so sehen. Nee, warum denn nicht? Ich meine, das ist ja diese Etepetete-Attitüde, die du an den Tag legst. Das geht so nicht, Marco. Es muss Leute geben, die sich um Dünger kümmern. Und das sind auch Leute, das ist nämlich dieser stille Reichtum. So ein mittelständischer Düngerhersteller. Was meinst du, was der für Kohle nach Hause fährt? Weil Dünger brauchen die Leute. Gut. Ich sag mal so. Ne? Da gibt es einen Markt, da gibt es eine Nachfrage, da gibt es Preise und da gibt es auch eine Gewinnmarge. Und dann machst du dir einfach locker mal die Taschen voll mit einer Sache, die unspektakulär ist. Aber nicht alles ist spektakulär. Du kannst auch selbstständig sein, also zum Beispiel Klempner werden oder sowas. Ich verstehe auch gar nicht, warum Leute nicht mehr Klempner oder Bäcker werden und stattdessen wir in irgendwelche fucking Backshops laufen. Ich will wieder einen guten Bäcker haben. Ian, Fakt ist, Händearbeit lohnt sich einfach nicht mehr. Warum lohnt sich das nicht? Weil die Löhne einfach zu niedrig sind. Ja, die Löhne sind zu niedrig, weil das alles so weg ist von das ist so irrational geworden. Du musst den Leuten wieder erzählen oder zeigen, dass du quasi als Manufakturbetreiber gute Arbeit machen kannst, die sich massiv unterscheidet von Fabrikware. Und ja, deswegen dein Glump, ne? Das ist es. Auch das, ich bin ja gerade dabei, so eine offene Manufaktur in Berlin-Mitte zu machen. Ja. Das ist so ein Ladengeschäft im Prenzlauer Berg, was ich angemietet habe. Vor mir war da eine Frau drin, die aus alten Capri seine Verpackungen in Umhängetaschen genäht hat. Und ich habe da jetzt so einen Flagship-Store für Glump, konzipiere ich gerade mit einem Kumpel zusammen, der ist Architekt und so. Und da haben wir einige Ideen, dass man quasi Einblick erhält in den Herstellungsprozess der Glump-Manufaktur. Also meinst du so quasi so ein Open Window, ja? Genau. Natürlich hat es mit der... Man steht da und stellt Glump her. Das ist natürlich genauso wie quasi in der Dallmayr Prodomo-Werbung oder wenn man in der Werbung sieht, wie Lindt-Schokolade gemacht wird, alles immer mit Liebe und mit so komischen Kochmützen auf und so, aber in Wirklichkeit wird es natürlich in irgendeiner Fabrik in Bulgarien zusammengekleistert aus alten, zusammengeschmolzenen Osterhasen, werden da Lindt-Schokoladen-Pralines gemacht und so. Aber wichtig ist, dass das Image... da ist, weißt du? Ah, ist es so. Ein Berlin-Mitte-Getränk musst du in Berlin-Mitte in so einem Showroom herstellen. So ein bisschen so wie die gläserne Fabrik in Dresden, wo die, glaube ich, den Phaeton zusammen löten oder so. Ja, apropos Phaeton, wo wir gerade jetzt mal bei Autos sind. Ja, Jan, darf ich dich mal fragen, was fährst du eigentlich für ein Auto? Golf Cabrio. Golf Cabrio? Golf 3 Cabrio. Ach so, ja, weil sie haben nämlich eine Freundin, die Klim, die fährt einen Golf 4, aber die ist höchst unzufrieden damit, weil die meint nämlich, sie wollte eigentlich einen Neuwagen haben, aber... Weiß ich auch nicht, also so viel mal wieder zu dieser, wo wir eben waren, ne? Diese Attitüde, man muss was Besonderes haben, das sagt sie auch immer. Aber der Wagen, Hauptsache, hat 4 Räder und fährt, sag ich. Was mir übrigens kürzlich passiert ist, total interessant. Ich habe mir so in meinem Golf 3 Cabrio, habe ich mir so ein Navigationssystem eingebaut, so ein fest eingebautes, vorne in die Mitte rein, ne? Ja. Weil ich mich immer so schlecht zurechtfinden kann. Und weißt du, was ohne Witz passiert ist? Vor meiner Haustür hat nachts einer meine Scheibe ausgebaut, also ausgebaut, im Sinne von, er hat die Scheibe ganz ausgebaut. Also er hat sie eingeschlagen? Nein, er hat sie ausgebaut. Ach so. Kein Scherz, er hat die Scheibe ausgebaut, nachts, und zwar die Beifahrerscheibe, hat die auf den Rasen gelegt, neben dem Gehweg, damit es keinen Lärm macht, und die war ganz... Ich bin dann hinterher zum Autoglaser gefahren, habe gesagt, der hat mir die Scheibe rausgeholt und da hat das Navigationssystem natürlich noch entwendet, ist ja klar. Und dann auch die Polizei hat gesagt, das haben sie noch nie erlebt, dass Leute, dass Verbrecher, Diebe, schwerer Diebstahl, dass die quasi die Scheibe ausbauen. Jan, also wirklich bei allem Respekt, aber der Kerl ist ein Fuchs, das ist so. Ja, und ich habe auch gesagt, man muss das sportlich sehen. Wenn jemand sich die Mühe macht, weil es dauert da bestimmt eine halbe Stunde, selbst für Profis, eine Scheibe auszubauen, ohne dass sie kaputt geht. Wenn du den sportlichen Ehrgeiz hast, dann hast du auch meinen absoluten Respekt, dann ist mir das auch scheißegal. wirklich,
Weil wenn du das, wenn du die Eier hast, dich da in irgendeiner, in so ein Auto zu setzen und 40 Minuten da rumzudoktern und ich meine, du bist ja, musst ja schon gucken, dass du nicht erwischt wirst und du musst ja die, hast die ganze Zeit Adrenalin und dann eine Scheibe ausbaust und ganz auf den Rasen legst, damit es keinen Lärm macht. Und das Geile ist, dann bin ich zum Autoglaser gefahren und der hat die Scheibe wieder eingebaut. Da war nicht mal die Elektronik kaputt. Du hast deine Scheibe mitgebracht, oder was? Ich habe die Scheibe mitgebracht und ich schwöre dir, der hat die Scheibe ganz wieder eingesetzt und es war nicht mal die Elektronik kaputt. Vielleicht war das ja dein Autoglaser, der dich beklaut hat. Ja, nee. Also die Polizei sagte, dass sowas haben sie noch nie erlebt irgendwie. Das ist wohl anscheinend, also ich war der Erste. Mhm. Die Versicherung hat auch ganz lustig geguckt irgendwie. Aber was willst du machen? Es stimmt ja auch. Also man hat mir quasi das Navi rausgeklaut, aber die Scheibe ganz ausgebaut. Das ist frech, aber auch irgendwie cool. Also ich bewundere... Ich finde das sowieso genial, welche Ideen manche Diebe haben, aber wie schlecht sie doch sind. Also ja, aber natürlich ist das ein hohes Risiko, geht da ein, entdeckt zu werden, weil nachts eine Autoscheibe ausbauen ist dann schon was, wo man, wenn das ein Nachbar aus dem Fenster sieht oder ich irgendwie, wo ich dann schon denke so, da rufst du mal lieber den Schutzmann und der soll mal fragen, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, ich sag mal, ja, du hättest natürlich jetzt, aber selber runtergehen können, mich Knüppel bewaffnen. Ja, ich habe dann aber geguckt, meine alte Polizei-Mac-Lite, die ich mir gekauft habe, als ich Polizist werden wollte, da sind die Batterien ausgelaufen, die hat nicht mehr funktioniert, die musste ich wegschmeißen. Was macht man übrigens mit Taschenlampen, in denen die Batterien ausgelaufen sind? Gleiche mit deinen Glumpdosen auf Spielplätzen deponieren und warten, bis Kinder mitspielen. Ja. Ja, genau. Das ist überhaupt eine sehr gute Idee, Sondermüll und alte Batterien zu, am besten so kleine Knopfzellen, die ausgelaufen sind, einfach auf dem Spielplatz in den Sand werfen und gucken, was passiert. Die Kleinen, die spielen ja so gerne mit allem, was glitzert. Ja, wahrscheinlich leuchten die irgendwann im Dunkeln, aber das könntest du auch in deinen Glump reintun. Hm. Doch. Du meinst, um so einen Quecksilber-Schwermetall-Skandal, das ist gar keine schlechte Idee, weil any promotion is good promotion. Deswegen. Mhm. Ja, also ich denke mal, Jan, wir sollten uns eigentlich mal nochmal näher zusammensetzen und vielleicht mal, ich frage mal jetzt mal ganz frei aus, wenn ich vielleicht mal in deine Talkshow kommen dürfte, also ich meine im Fernsehen, und dass wir uns dann vielleicht mal über das unterhalten, wie wir deinen Glump vermarkten. Du, die Plätze sind leider alle schon vergeben, wir zeichnen ja demnächst wieder auf, das ist leider nicht möglich. Ja, aber ich kann doch meinen Kontoauszug schicken. Ja, das ist eine lieb gemeint, aber das ist leider zu spät. Bist du denn reicher als 50.000 Euro? Ja. Ah, da musst du es vor kurzem überlegen und hast dann dich dafür entschieden, mich anzulügen. Du bist nicht reicher als 50.000 Euro. Das ist nicht wahr. Das meinst du? Naja, gut. Oh. Ja, nee, aber du kannst gerne, die Karten werden, glaube ich, wieder ab August verlost oder so. Da kannst du gerne dran teilnehmen. Ja. Und dann sehen wir uns, dann kannst du mir deine Glump-Ideen mal in so einem Notizblock mitbringen. Und vielleicht, wenn du richtig gut bist und richtig tolle Ideen hast, wie man das Ding mit Guerilla-Marketing ist natürlich ein Thema. Dann könnten wir zusammenarbeiten. Dann würde ich dir anbieten, dass du mal ein Praktikum machen kannst in der Glump-Manufaktur. Ja. Ich sag mal so, wir haben ja auch Kapital, wir haben ja ein Stufenkonto. Jetzt. Nicht schlecht. Ja, echt. Also kein Scherz, wir haben da jede Menge Kohle drauf. Du, ich habe unser Stufenkonto früher auch geführt. Echt? Ich habe kürzlich die alten Quittungen von unseren Abi-Büchern weggeschmissen. Ja, und das Geld vom Konto abgehoben, oder was? Nee, das ist, ich weiß gar nicht, wer das Geld jetzt hat. Ich weiß, wer es hat, aber ich darf keine Namen nennen. Ja, wahrscheinlich dann doch du. Nee, ich nicht. Nein. Wir hatten das Acht-Augen-Prinzip. Hm. Das Neun-Augen-Prinzip. Neun Augen mussten immer die ja, finanzielle Transaktion. Lob und ein Einäugiger? Einer musste immer ein Auge zudrücken. So. Und derjenige, der das Auge zugedrückt hat, hat am Ende dann auch das Geld für sich behalten. Ja, also habe ich noch ein bisschen was über von den Abi-Büchern. Aber es ist jetzt 10 Jahre her. Ich glaube, es ist verjährt im klassischen Sinne. Und 12 Jahre ist es her. Und deswegen, also ich könnte echt anbieten, wir haben da Kapital. Hat der nicht auch sowas wie ein Abi-Buch gemacht gerade? Ist jetzt, sag ich mal, gerade in der Herstellung. Oder ist das eine Abi-Chronik bei Facebook? Das wird gar nicht mehr analog, also gar nicht mehr printmäßig. Hat die Late Line, oder wie heißt sie, haben wir geliked gerade. Habt ihr geliked? Ja, stark, ne? Ja, nee, aber die ist jetzt gerade die Abi-Zeitung, so heißt sie bei uns, die ist jetzt gerade in der Produktion, mehr oder weniger, wird es gerade, zusammengestellt. Ja. Und dann kommt auch der Abi-Ball. Ja. Ja, dann, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend. Ich kriege hier gerade E-Mails und deswegen bin ich kurz abgelenkt, weil hier schreiben Leute, ich habe vorhin Pierre M. Vogel mit Pierre M. Krause verwechselt. Ja, also manche sind ganz schön Eiernacken, die ja bei dir anrufen, ne?
Aha, das glaube ich aber nicht. Daniel, du hast mir gerade eine Mail geschrieben an talk@lateline.de. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und dann schreibt noch Andreas aus Hannover. Moin Jan, der Typ hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Diese arrogante Nuss soll auflegen. Ich glaube, es geht um dich, Marco. Ja, mach sein. Ich habe auch Anlagenmechaniker, SHK, Gaswasser, Scheiße gelernt und studiere nur im dritten Semester technische Redaktion. Würde es keine Leute mehr geben, die das Handwerk gelernt haben, dann gibt es auch niemanden mehr, der wirklich Plan hat. Ich soll dich mal bitte aufklären, schreibt Andreas aus Hannover. Und ich finde das ehrlich gesagt wirklich. Guck mal, dieser Niedergang von so Essenskultur, so dass Leute, ich kriege immer so einen richtigen Kotzanfall, wenn ich Leute in diesen fucking Backshop sitzen sehe, wo du aus so Regalen wie im Aldi dir irgendwelche Croissants für 30 Cent rausholst, weil es günstig ist, dann so einen richtig beschissenen Cappuccino trinkst und dann beschweren sich alle Leute darüber, dass die Brötchen scheiße schmecken. Aber es gibt auch keine Alternative, es gibt keinen vernünftigen Bäcker mehr. Weißt du? Bäcker Böhn in Cuxhaven. Aber es ist, nee, ist ja gut, ist ja ist wirklich gut. Also ich sag mal, das, was wir Einkaufspassage nennen, das geht echt zurück. Also ist Fakt. Ja, naja, wir müssen das Gespräch beenden. Du, ja. Du hast, ja. Wir haben jetzt zu lange geredet. Ja, nee, gut, ist so. Ist ja, so. Ist so. Gut, Marco und Gruß an Tobi und Gruß nach Cuxhaven. Ja, stark. Ciao. Tschüss. 0800 80 5 mal die 5. Fabian, 18 Jahre alt, aus Schwieberdingen bei Stuttgart. Hallo. Hi. Hi, Fabi. Heute hören aber viele Leute in Stuttgart zu. Was ist da los bei euch? Habt ihr nicht irgendwie, ist gerade, keine Ahnung, irgendwie ein Fest zu Ende, Schützenfest zu Ende oder was ist da los? Vermutlich. Ja, vermutlich sind die Avengers zu Ende und alles. Ja, und wissen nicht, wohin mit sich. Ja, also mittlerweile ist es ja auch so, Bosch, Porsche, Mercedes, das kennt ja keiner mehr. Nee, ja, richtig. Die Avengers, ja. Ja. Unglaublich. Aber ich bin eigentlich recht enttäuscht. Warum? Ich habe mich hier vor einer Stunde für deine Sendung, darf ich deine sagen? Ja. Oder ist das ihre Sendung? Nee, wir sind ein Team, aber ich eigentlich mache ich die Sendung komplett alleine, klar. Okay, es war ja als Höflichkeitsform gedacht, aber es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Also ich bin enttäuscht, weil ich habe angerufen und wollte Nazi-Witze reißen und dann habe ich jetzt erfahren, dass sie irgendwie gar nicht gut ankommen. Wer hat das gesagt? Irgend so ein Moderator. Nazi-Witze kommen nicht gut an? Nein, du darfst dich nicht über Diktatoren lustig machen. Ach so. Und keine Witze über Hitler, bitte. Nee, also eigentlich... Hast du gerade einen Orgasmus gehabt oder was war das für ein Geräusch? Nee, also irgendwie lache ich mir schon die komplette Sendung durch ein Brett. Ich Echt? Weiß auch nicht. Ja. Aber warum denn? Ich weiß nicht, wie fühlt man sich als Moderator, wenn der Anrufer auf die Ironie und den Sarkasmus des Moderators nicht reagiert? Ich weiß gar nicht, wo hast du da Ironie rausgehört? Ja, teilweise doch. Teilweise. Ja, das kann manchmal sein, das ist aber ein Versehen. Das liegt wahrscheinlich ja, an der Hitze. Das liegt an der Hitze, ja. Ja, oder vielleicht ist es so eine Verzerrung bei euch in Baden-Württemberg. Das ist einfach quasi der normale Inhalt, den ich normal ins Mikrofon spreche, kommt bei euch vielleicht ironisch rüber. Aber das ist natürlich alles ernst gemeint. Ja, weil wenn es eine Regel gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gerade bei der ARD, Ironie funktioniert nicht im Fernsehen, nicht im Radio, nicht im Internet und vor allem nicht bei Frisuren. Ganz wichtig. Ironie funktioniert auch nicht auf Köpfen. Echt? Von wo kam denn der E-Mail-Schreiber gerade eben? Der, was waren es? Die Waschlappen? Gerade eben hat jemand eine E-Mail reingeschrieben. Und die arrogante Nuss, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat? Oder? Nee, das war der zweite. Waschlappen, habe ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Ja, oder ich hab das und, auch nicht gehört. Und ich habe Pierre Krause und Pierre Vogel angeblich genau, verwechselt. Genau, das war auch, also da habe ich mich zum Anrufen bewegt gefühlt. Ja. Als da irgendwie der Blogspot-Typ, ja, irgendwie. Ja, ich habe übrigens immer noch nicht seinen Blog gefunden, aber es ist ein interessantes Konzept. Das ist wahrscheinlich so, wie sie Webcam anmachen und gleichzeitig chatten und das ist dann so eine Art endlose Sendung, Internetsendung. Ja. Dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, das Internet ist so eine Geschichte, das geht noch vielleicht 3-4 Monate, dann ist das wieder weg vom Fenster. Dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, Fabian. Ja, ich finde es auch irgendwie echt, also ich habe davon noch nicht viel gehört. Vom Internet? Ja, es ist hier in Baden-Württemberg nicht angekommen. Ja, das kann also ich in Stuttgart, ne, also in Stuttgart. Was habt ihr denn stattdessen? Ja, wir haben Stuttgart 21, also wir sind ja nur noch draußen.
Cool. Ist das immer noch ein Thema eigentlich? Also gibt es immer noch irgendwelche Deutschlehrer, die ihre Ferien damit verbringen, sich an irgendwelche Bäume anzuketten? Oder verbuddeln. Oder sich. Das haben sich ja auch ein paar. Wir haben sich verbuddelt? Ja, einzementiert. Mhm. Vor dem Hauptbahnhof, ja. Nee, aber also irgendwie kriege ich da nichts mehr von mit, aber mir ist es auch eigentlich egal. Mittlerweile. Mhm. Nach dem tollen Votum da, an dem ich aber noch nicht, an dem ich teilnehmen durfte, aber das dann gegen mich entschieden wurde. Du hast dafür gegen den Bahnhof gestimmt? Ich habe für den Gesetzesentwurf gestimmt, um es politisch korrekt auszudrücken. Das heißt also, für den Gesetzesentwurf heißt gegen den Bahnhof? Genau. Das hat nämlich dann auch die Hälfte von Baden-Württemberg nicht verstanden. Aha. Ja, das war tricky von der Regierung, aber ja, dann ist das halt so. Ja. Nee, ich hab eigentlich hauptsächlich... Aber mal ganz kurz mal eben, wenn die Leute, die abstimmen und die eine Meinung zu irgendwas haben, nicht mal in der Lage sind, herauszufinden, was sie eigentlich ankreuzen müssen, um ihre Meinung durchzusetzen, ist es dann nicht eigentlich ganz gut so, dass die Leute nichts zu sagen haben? Dass sie ausgetrickst wurden? Weil, ich meine, wer so doof ist und natürlich schnallt, dessen Meinung soll auch nicht gehört werden. Bitte. Der ist anscheinend auch nicht kompetent, eine Meinung zu haben. Deswegen ist auch das Wahlrecht noch bei 18. Ich finde, Demokratie ist eh nur so eine Übergangslösung. Auf dem Weg zu einer Diktatur nach weißrussischem Prinzip. Also eine Schmusediktatur mit einem Kuscheldiktator, der menschlich aussieht. Ich glaube, wir werden in 2-3 Jahren wird Deutschland entweder Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel oder einer Troika aus Peter Altmaier er kommt wieder Norbert Röttgen regiert werden. Wobei der Dritte dann Thomas Kauder ist. Nee, ich dachte eher an Gutenberg. Mhm. Also nachdem er da bei Wetten, das schon abgesagt hat, dann muss er eigentlich Bundeskanzler werden. Mhm. Naja, aber die Diktatur werden wir wohl in den nächsten Monaten in Frankreich erleben. Hallo? Hallo. Hallo. Ja, was? Ich weiß nicht, was ich so von der Regierung halten soll, die in Frankreich gerade gewählt wurde. Wollte ich nur mal ansprechen. Hm. Aber es wird sich ja zeigen. Haben ja alle ihre Diäten gekürzt. Ja. Das wäre auch was für die deutschen Politiker vielleicht mal. Ich muss ganz kurz mal eben, Entschuldigung, ich habe kurz nicht zugehört, weil ich gerade Thomas Kauder gesagt habe. Und als ich Thomas Kauder sagte, dachte ich schon, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Weil ich glaube, verdammt nochmal, Volker heißt der eine, warte mal, wie heißt der andere Kauder, Bruder? Ach, scheiße. Ich weiß es nicht, ich bin Abiturient, da fehlt mir irgendwie das Niveau zu. Moment. Siegfried Kauder, Entschuldigung, er heißt nicht Thomas Kauder, ich bin ein Volltrottel. Und ihr dürft zur Strafe, keine Ahnung, dürft darf ihr mal. Ich, ja, da. Darfst du mich Holger nennen? Holger? Ja, so wie, wer war das? War das die mit dem SM-Fetisch? Ja. Ja. Die fand ich sehr gut. Grober Sex. Ja, da fand ich es dann nicht mehr so lustig. Warum fandst du es nicht mehr lustig? Weil dir das Angst macht als Mann, ne? Als 18-jähriger Mann macht dir das Angst. Das schüchtert mich ein und ja, aber ganz im Ernst, also als 18-Jährigen hätte mich eine Frau, die sagt, sie steht auf groben Sex mit Würgen und Fesseln und blind und so, hätte mich massiv traumatisiert. Allein durch die Tatsache, dass sie mir sowas erzählt. Ich bin froh, dass ich da mittlerweile drüber hinweg bin, aber mit 19 wäre das für mich, da wäre ich nächtelang nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, weinend und masturbierend. Oh Gott. Ja. Harte Jugend. Harte Jugend, ja. Also, nee, aber da war ich erschüttert. Also, es hat mich im tiefsten... Erschüttert und ein bisschen angeturnt. Nee. Also, Fabian, ganz kurz, ich würde gerne mit dir weiterreden, aber Sabine ist aus Ludwigsburg und das hat Vorrang. Und sie ist vor allem 40 Jahre alt, sie ist bislang die älteste Anruferin. Und man weiß nicht, wenn Leute über 40 anrufen oder die 40 sind anrufen, kann jede Minute die letzte sein und deswegen wechseln wir jetzt schnell. Ja, Fabian. Ganz kurz, Grüße nach Ludwigsburg, das ist 5 Kilometer von hier entfernt. Tolle Stadt, tolle Leute, toller Anrufer, Fabian. Gute Nacht und bis bald dann, ne? Auf Wiedersehen. Wiederhören, ciao. Tschüss, das war Fabian aus Schwieberdingen bei Stuttgart. Und ihr ruft bitte an die 0880 5x5, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann halt nicht. Sabine 40 aus Ludwigsburg hat angerufen zum offenen Thema heute in der Late Line. Hallo Sabine.
Hallo, guten Abend. Danke, dass du so viel Rücksicht auf mein Alter nimmst. Ja, gerne. Mach dir keine Sorgen. Es war natürlich, ich musste irgendeinen galanten. Nee, ich muss den galanten Grund finden, um Fabian abzuwürgen, wo er aber denkt, dass es nichts mit ihm zu tun hat. Und deswegen habe ich das auf dich abgewälzt und habe quasi, aber als ich es sagte, schon gedacht, oh, jetzt muss ich mich aber gleich massiv bei der Sabine entschuldigen, weil ich so gehässig war, ihr Alter betreffend. Aber ich bin viel näher an dir altersmäßig dran als an Fabian. Deswegen fühle ich mich eher zu dir hingezogen, solidaritätsmäßig. So lieb von dir, das habe ich gemerkt. Denn du hast einige Dinge gesagt, die nur Menschen sagen können und wissen können, die einen etwas weiteren Horizont haben als das Jungvolk, mit dem du dich gerade abgeben musstest. Ach was, ist ja, aber das wäre mir neu. Siehst du mal, was ich alles erkenne? Bist du eine Seherin? Bist du irgendwie sowas wie so eine... Ich bin eine Art Orakel. Orakel. Das Orakel von Ludwigsburg. Nein. Ich verwechsel immer Ludwigsburg und Ludwigshafen. Ludwigsburg ist die Stadt mit der Filmhochschule, ne? Ja, seit sie eine Filmhochschule hat sie etwas mehr Niveau bekommen, aber das ist eher doch der äußere Schein. Okay. Ludwigsburg hat jetzt auch einen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein. Früher hatten wir es nicht. Worüber wollen wir denn reden, Sabine? Du, ich wollte dir ein Angebot machen. Ja. Und zwar, du hast heute Abend wieder so viele Bösartigkeiten von dir gegeben, dass ich eigentlich dachte, ich biete dir die Mitgliedschaft in meiner neuen Bibelgruppe an. Oh, das ist eine gute Idee. Findest du auch, gell? Ja. Habe ich mir nämlich beinahe gedacht. Denn nur wer sündigt und richtig sündigt, hat auch einen Grund, Abbitte zu leisten, hat auch einen Grund zu glauben, den wiederum zu festigen. Und ich denke, wir können dann mit dieser Bibelgruppe und mit dieser Gruppe nicht mehr junger Gläubiger, aber älterer, reifer Gläubiger, viele Menschen in unseren Band ziehen. Das ist eine gute Idee. Also gerade so gefallene Engel wie mich, das ist ja quasi sowas, weißt du, so wie so Drogensüchtige, die quasi abgekommen sind von ihren Drogen. Das sind ja Leute, die dann besonders auch auf Suchende wirken. Ne? Ja. Und man findet sie in allen Ecken und Enden. Katholisch oder evangelisch? Du, wir sind da nicht so kleinlich, wir nehmen alles. Du, wir müssen die Leute für unsere Idee gewinnen, damit wir sie schlussendlich für unsere Pläne ausnutzen und ausbeuten können. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich will das nicht umsonst machen, Jan, weißt du, alles muss irgendwo schlussendlich Kirche, für mich enden. Sabine, Kirche ist Macht, das hast du völlig richtig erkannt. Religion ist Macht. Ich war nicht. Ja. Richtig. Und ich möchte auch mal mächtig sein, weißt du. Wenn ich schon im wahren Leben zu nichts gebracht habe, dachte ich, versuche ich jetzt auf der Glaubensschiene. Ja, und das ist eine gute Idee. Das ist geht ja vielen Menschen so. Also wenn Leute im echten Leben es so nichts bringen, dann konzentrieren sie sich entweder auf ihre Kinder und versuchen aus den Kindern bessere Menschen zu machen, als sie selber sind, was natürlich nicht möglich ist, weil sie selber nie besser sein können als sie selber. So. Kann die Kopie besser werden als das Original? Nee, wie denn? Wie kann ein Kind besser werden als seine Eltern? Wie? Geht nicht. Das ist die gesammelte Masse von degeneriertem Genmaterial, Dummheit, Krankheiten. Es kann meist nicht wieder rauskommen. Also es kann manchmal sein, dass sich quasi die Qualitäten von beiden Elternteilen addieren. Also es kann maximal so gut sein wie beide Eltern zusammen, aber das ist sehr selten, weil oft gleichen sich oft haben ja intelligente Frauen dumme Männer und umgekehrt. Und deswegen ist Kinder können nie besser werden als ihre Eltern in der Gesamtheit. Richtig. Wie soll das gehen? Kann nicht funktionieren. Also zumindest mittelfristig nicht. Also bestimmt über Jahrtausende verbessert man sich schon. Nein. Ich habe da die Hoffnung aufgegeben. Ich habe einen Versuch gestartet, der ist sagen wir mal, mäßig im Erfolg, weil auch ich war mal eine Hoffende und habe gedacht, ich kann es besser machen als die Alten. Das Ganze ist böse in die Hose gegangen. Wie alt ist es? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ungefähr. Da ich Testosteronallergie habe, kurz vor der Pubertät ausgesetzt. Roundabout, abgetrieben mit 16. Ja, könnte man so sagen. In die Babyklappe geworfen. Ja. Entschuldigen Sie, ich möchte meinen Sohn in die Babyklappe geben, der ist 16, der nervt gerade sehr. Der passt aber nicht mehr rein. Also der passt mit dem Oberkörper, passt er so gerade rein, aber dann klemmt er sich das Gesicht in der Klappe. Der Babyklappe. Scheiße, gell. Die sollte man größer machen, du. Die sollte man so groß machen, dass man die auch bis 25, wenn sie denn zu sehr auf der Tasche hängen, da noch reinwerfen kann. Bis 25 ist okay, solange kriegst du Kindergeld. Danach sollst du ganz schnell loswerden. Ja, genau, meine ich ja. Die echt verdammt, ja, genau. Ja, also, wir sind uns einig. Aber ich meine, Kinder, die nach 25 noch Geld brauchen, da muss man immer fragen, ob es da nicht auch eventuell auch ein bisschen an den Eltern liegt. Mein Satz ist immer so, wenn ich Scheißkinder sehe, es liegt immer an den Eltern.
Das sind die AKs, ne, die sogenannten Arschlochkinder. Aber es liegt immer an den Eltern. Das sind nicht die Kinder. Die Kinder sind natürlich, das sind quasi, ist das Symptom, aber die Ursache liegt immer an den Eltern. Es sind immer die Kinder, immer die Eltern und nie die Kinder. So ungerecht. Nee. Den Schutz ziehe ich mir nicht an, du. Ich war eine verdammt gute Mutter. Aber trotzdem ist dein Kind ein Arsch geworden. Du steckst nicht immer drin. Das ist die Umwelt, das ist die Umwelt. Und das sind natürlich auch, damals, weißt du, als mein Kleiner ja noch klein war, gab es noch die Dosen mit diesen abziehbaren Öffnungen. Aha. Das glaubst du, was der verschnittene Füße hat. Jetzt mach das mal im Kind klar. Aber du kannst dich daran auch noch erinnern, ne? Das ist diese. Oh, verdammt, wie heißen diese Dinger denn? Abreißblechöffnungen? Nippel. Dosen, ja, Nippel. Also ich würde immer Dosen nippeln. Genau, und irgendwann waren die weg und das war relativ revolutionär. Und ich habe heute schon, heutzutage, mit mehreren Elfjährigen zusammen Dosen getrunken. Im Rahmen eines, ich trete oft auf Kindergeburtstagen als Zauberer auf. Und um mir nebenbei ein bisschen was zu verdienen, weil man muss ja sehen, dass die Miete bezahlt wird. Und da gab es dann Cola-Dosen und die haben vorher noch nie Dosen getrunken und die wussten nicht, was sie damit machen sollen, weil die Kinder heutzutage kennen, durch diese grüne Ökodiktatur, kennen gar keine Dosen mehr. Ja, die werden hier mit diesen widerlichen Einwegflaschen aufgezogen, die man auch stehen abgeben muss, ne? Tetrapacks, diese schweren scheiß Glasflaschen oder diesen Cola- oder Fanta-Flaschen, wo irgendwie in China Fließjacken draus gemacht werden, wenn die den Recycling-Kreislauf durchlaufen haben. Ekelhaft. Und die wussten nicht mehr, wirklich, die Kinder saßen vor den Dosen und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Die wussten nicht, dass man die austrinkt und wegschmeißt. Nee. Und wie hältst du das mit Pfand? Schmeißt du die auch immer weg, die Sachen? Und ich schmeiß die auch vor allem immer so weg, dass auch die Pfandsammler nicht da rankommen, weil ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass andere Leute meinen Pfand kassieren. Nein. Manchmal verschmier ich sie auch außen. Also ich habe eine Katze, ne? Und ich ziehe dann manchmal zwei, dreimal durchs Katzenklo und lege die dann irgendwo hin und freue mich dann immer tierisch. Und die Katzenkacke, die stinkt so bestialisch, dass ich tagelang nicht von den Fingern weg. Ja, ekelhaft. Und dann sollen die nämlich schön in die Katzenkacke reingreifen, da, wenn die gierigen Pfandflaschensammlerfinger. Ja. Genau das ist es, verstehst du? Einem gläubigen Menschen würde das nicht passieren. Genau. Weil der kennt keine Gier. Ja, das Ding selbstlos ist... Selbstlos ist der. Das Ding ist, ich halte allerdings so Sachen wie Gott zum Beispiel für einen totalen Quatsch. Das ist die einzige... Ich mache da sofort mit, aber die einzige Hürde ist, du musst mich relativ knackig und kurz davon überzeugen können, dass es sowas wie Gott gibt und dass es auch sinnvoll ist, an den zu glauben. Ich muss dich nicht überzeugen. Du musst das nur gut lernen. Mhm. Du musst das gut verkaufen. Und wenn wir sie dann auf unsere Seite gebracht haben und sie willig sind, schwaches Menschenmaterial, das sie uns zu Willen machen können, was glaubst du, wie schnell wir uns ihr ganzes Hab und Gut überschreiben? Ja, hast du auch schon mal... Innerhalb von 4 bis 6 Wochen. Hast du auch schon mal über die Gründung einer Religionsgemeinschaft nachgedacht? Selbstverständlich, ja. Permanent. Das ist der einzige Gedanke, der mich eigentlich noch am Leben hält. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, weißt du, in meinem Alter muss man jetzt schon langsam mal so an später denken, wo packen die mich mal hin, Seebestattung oder in eine Jaffa-Kiste oder irgendwo verschauen unterm Baum. Und da sollte ein bisschen Kapital auf die Seite geschafft werden. Ich hätte gern ein Mausoleum. Ein richtig schönes. Das kostet Geld. Und wenn ich eine Menge Leute auf meiner Seite habe, die mir ihr ganzes Vermögen überschreiben, die könnten mich im Ludwigsburger Schloss in den gläsernen Sarg ausstellen. Communion of the Beast. Ja. Wahnsinn, gell? Das wäre nicht mehr das Schloss Ludwigsburg, das wäre dann, da würde keiner mehr von Eberhard Ludwig reden, die würden alle nur noch das Sabinenschloss besuchen wollen. Ich Schneewittchen. Sabine? Ja. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist schön, gell? Ja. Das ist ein gleißendes Licht. Ich schwebe über mir. Ich sehe mich selbst hier sitzen. Von oben. Ehrlich? Ja. Mit nacktem Oberkörper. Ja, es ist eine Mischung aus. Das geht natürlich in Zukunft nicht mehr. Eine Mischung aus schön und nicht so schön. Ich sehe mich von hinten jetzt gerade zu sitzen und ich habe Haare auf dem Rücken. Ganz viele Haare. Aber so ganz dünne Haare. Wie lange sind sie denn so lang, dass man sie beim Küssen immer um die Zunge wickelt? Oder ja, wenn man mir den Rücken küsst, dann hat man Haare im Mund, ja. Ich überlege gerade mal, wann in letzter Zeit mir mal der Rücken geküsst wurde. Viele in der Redaktion weigern sich ja. Gerade in Frankfurt, unsere Late-Line-Zentralredaktion, da sind viele pingelig, wenn es darum geht, dem Moderator den Rücken zu küssen. Will man nicht. Ich habe teilweise mal die Sajin gefragt, Bianca, ja. Marc, wollt ihr mir den Rücken küssen? Keiner hat gesagt, ja, wollen wir. Alle haben gesagt, nee, ich hab noch was zu tun, ich muss noch ein Skript schreiben und so. Nee.
man küsst mir nicht mehr den Rücken wie früher, als ich angefangen habe. Ändern. Das muss sich ändern. Meinst du? Mit göttlicher Kraft. Ich überlege jetzt mal, wie ich darauf komme, dass ich an Gott glaube. Und Sabine, ich freue mich, dass du hier im Rahmen deines Pilztrips bei uns angerufen hast. Ja, es ist mir ein innerer Reichsparteitag. Sag's ruhig, wie es ist. Ähnlich, ja, richtig. Ich möchte auch in die Reihe mit Hitler, Napoleon und wie sie alle hießen eingereiht werden. Da möchte ich stehen. Napoleon, Hannelore Kraft. Finde den Fehler. Ich werde ihn finden und ich werde ihn suchen. Hitler ist immer ein Fehler. Ganz schön oft Hitler gesagt in dieser Sendung. Wir müssen irgendwas dagegen sagen. Ja, du irgendwie, ja. Dalai Lama, Winston Churchill. Das ist auch so einer, weißt du, tarnen und täuschen. Du weißt, wer im Leben immer mit so einer komischen Kutte rumspringt, der kann auch nicht ganz koscher sein. Mhm. Ja, stimmt. Aber das macht überhaupt nichts. Auch solche Leute werden wir auf unsere Seite bringen. Eben. So, meine liebe Sabine, ich grüße dich ganz lieb. Ich wünsche eine ganz tolle Nacht und ich hoffe, dass du gut einschläfst gleich. Natürlich, im wahren Glauben immer. Im wahren Glauben, denn Gott ist voll cool, junge Leute. Hey, junge Leute, ihr wisst zwar nicht genau, was es bedeutet und warum ihr es machen solltet, aber alle machen es. Lasst euch doch einfach taufen oder macht Kommunion oder Konfirmation. Voll cool. Ja. Konvertiert endlich wieder zum wahren Glauben. Besser als Crack. Ja, obwohl, weiß ich nicht. Besser als Crack nicht, aber... Nicht so schädlich. Aber man hat mehr... Crack kostet Geld und Kommunion und Konfirmation bringt Geld. Uns auf jeden Fall. Ja. Ha, 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 ha. So, mich hat so ein kleines Biestchen, so ein Insekt hat mich gebissen. Das ist kein Insekt gewesen. Das Meinst könnte du? Ein kleiner Engel gewesen sein, der deine Nähe sucht. Ich muss jetzt auflegen, Sabine. Ich habe Angst vor dir. Tschüss. Tschüss. Das war die Sabine aus Ludwigsburg. 0800 80 5 mal die 5. Wir reden heute offen, ganz offen über alle Themen, über die ihr reden wollt. Über groben Sex, über feine Leberwurst oder umgekehrt. Über feinen Sex und grobe Leberwurst. Das ist alles möglich. Everything is possible. Just call 0800 80 5 mal die 5. Daniel 24 aus Bremen-Neustadt ist leider computersüchtig und meint das sehr ernst. Daniel? Moin. Daniel, moin. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Ich verstehe dich akustisch sehr gut und inhaltlich müssen wir mal gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Was ist dein Thema? Ja, Spielsucht, ne? Also, Spielsucht. Ja, heute kann man über alles reden, über Gott und die Welt. Und da dachte ich mir, ich rufe die mal an und rede mal über die Jugendlichen und Spielsucht. Du bist spielsüchtig. Nach Computerspielen bist du süchtig? Ja, genau. Ich war ja, ich habe ja 8 Jahre lang Counter-Strike gespielt und habe ich mit WoW angefangen und mit Rift und mit Star Wars Online und jetzt spiele ich Diablo 3. Was ist das denn? Diablo 3? Ja. Ja, das ist so ein Online-Spiel. Ich weiß ja nicht, ob du Diablo 2 oder irgendein Teil von Diablo... Ich kenne Diablo 1, aber ich weiß nicht, was Diablo 3 ist. Also das macht nicht so einen großen Unterschied. Da hast du halt einen Charakter und da läufst du über ein Level durch und metzelst so viele Monster nieder, die dir auf dem Weg kreuzen. Ja. Und ist das quasi so eine Online-Spiel, wo du quasi auch gegen andere spielen kannst, die auch in dieser Welt unterwegs sind? Ja, du kannst halt also deine Freunde einladen und mit denen durch die Diablo-Welt durchlaufen und alles niedermetzeln. Klingt ja faszinierend. Und du bist da wirklich ganz im Ernst süchtig nach. Ja, seitdem das Spiel im Verkauf ist, seit einer Woche, spielt das tagtäglich, ne? Und was machst du beruflich? Ich studiere. Und wie sehr leidet es darunter? Ist das ein Thema, dass du quasi aufgrund deiner Spielesucht nicht mehr richtig Leben... Ich leide eigentlich nicht darunter. Ich lerne ja auch viel. Ich studiere ja integriertes Design. Mhm. An der FH in Bremen? In Bremen, HFK, genau. An der HFK? Ach so, an der HFK. Genau, und es fällt mir ja nicht schwer, da mit den Aufgaben klarzukommen. Wir kriegen da ja Wochenaufgaben oder... Das heißt, das Studium Integriertes Design ist zu lasch an der HFK. Kann ich nicht sagen, weil wir müssen da viel leiten. Auch viele Wochenaufgaben, was wir auch zu Hause erledigen müssen. Ja, aber wenn du so viel Diablo 3 spielen kannst, neben deinem Studium, dann scheint das Studium dich ja nur nicht sehr zu fordern. Ich finde auch schon Zeit für mein Studium, also zum Lernen, für ein paar Stunden am Tag. Ja, aber wenn du jetzt Computer spielst und das aber dich also gar nicht problematisch ist für dich, worüber reden wir denn dann jetzt?
Über Spielsucht. Allgemein, dass wenn jetzt zum Beispiel draußen die Sonne scheint, dass man dann halt lieber seine Zeit zu Hause verbringt beim Spielen, anstatt mal mit seinen Freunden rauszugehen und Fußball zu spielen. Hm. Ja, so ist es halt. Ne? So ist es halt. Das ist die neue Generation. Wir haben halt andere Möglichkeiten heutzutage wie junge Leute oder ihr jungen Leute. Ja, genau. Meine Freunde sind ja auch so, wenn die mich mal fragen, ja, was machst du? Ich sage, ja, ich dadle Leute. Willst du mit? Dann sagen die auch, ja, okay, dann lade ich dich mal eben online ein. Dann ja. Das stört mich irgendwie schon. Weil früher hat man gebutschert. Früher hat man draußen gebutschert, ist auf Bäume geklettert, hat Baumhäuser gebaut. Ah ja, genau, das fehlt mir leider in meinem Leben. Ja, aber mach das doch einfach. Geh doch mal einfach raus und mach mal was. Auf den Baum klettern, oder wie? Ja, wie du willst. Ich habe gerade eine Mozartkugel im Mund. Ja gut, ich könnte mal ein Baumhaus bauen. Ich habe gerade eine Mozartkugel im Mund. Ja, dann schluck's mal runter. Ich hatte noch nie eine Mozartkugel im Mund im Rahmen dieser Sendung. Und sie primiert, ja. Oh, dieses Pistazienmarzipan. Leichter Alkoholgeschmack. Nougat, Marzipan, Pistazienmarzipan. Oh. Schokolade. Lecker. Darfst du eigentlich alkoholisiert moderieren? Meine Frage so nebenbei. Darf ich machen? Mach ich doch, immer hört man doch. Achso, jetzt ja. Nee, ich bin nicht betrunken. Ich trinke nie. Ja. Was sind deine Meinung dazu? Also Online-Spiele? Ich habe mich persönlich betrifft es nicht, weil ich habe eine gute Eigenschaft, dass ich mich langweilen spiele immer so schnell, dass ich davon nicht süchtig werde. Ich spiele gerne, ich habe eine Zeit lang sehr intensiv Battlefield 1 und 2 gespielt. Ja, die waren auch gut. Ja. Also richtig mit Verabreden und wöchentlichen Treffen und so. Ja, das. Und auch stundenlang und nächtelang und viel üben und sehr gut gespielt. Aber irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und seitdem bin ich nicht mehr im mit Freunden spielen Modus, sondern mach dann gerne mal so Max Payne, Modern Warfare, Missions, Singleplayer-Geschichten und so. Ja, ich hab auch keinen Bock, mich von 11-jährigen Dauernerds abzocken zu lassen. Das finde ich frustrierend. Vor allem, wenn du zum Beispiel World of Warcraft spielst, dann hast du sowas wie Gilden. Mhm. Dann hast du in deinen Gilden irgendwelche Leute, die gerade mal 12 Jahre alt sind oder sonst was. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, da hat man echt keinen Bock drauf, weil es macht einfach keinen Spaß mit so unterentwickelten Leuten. Ja, nee, die sind ja, was das Spiel angeht, sind die absolute Cracks. Die können das 100% 30 Mal besser als du. Aber alles andere ist halt irgendwie, ich finde das einfach nicht, ich unterhalte mich eigentlich auch so privat nicht gerne mit 12-Jährigen. Ja. Also auch in der Sendung übrigens nicht. Also liebe 12-Jährige, sorry, aber 8 Jahre müsst ihr noch warten, dann oder sagen wir 6 Minimum, dann macht ihr Sinn. Bis dahin pubertiert man noch vor euch hin so ein bisschen. Ja, ich meine auch, es gibt Spiele, die sind ab 18, die spielen das schon mit 12. Ja, und da muss man auch mal echt, also ganz im Ernst, das ist einfach dieses Problem, dass Eltern da keine Ahnung von haben. Also ich glaube, so langsam, wenn unsere Generation Eltern werden, müssen einen Blick drauf haben, weil das ist echt, die Biester kommen da in einem Alter mit irgendwelchen Hardcore-Fucking-Pornos und Scheiß-Spielen in Kontakt. Das wirklich, muss wirklich nicht sein. Also wirklich nicht. Und ich achten, das ist schon fehlerhaft. Ne? Also ich würde gnadenlos alle Kindersicherungen reindrücken und alle Programme da laufen lassen zur permanenten Überwachung. Und dann gibt's richtig, da hat der Arsch richtig Kirmes, wenn da irgendwie mit 12 schon einer bei YouPorn rumsurft. Aber ganz im Ernst. So welche Seiten wie YouPorn sperren lassen. So das ja, natürlich. Das ist vor allem gar nicht so schwierig. Also du kannst doch einfach, wenn der, lass dem Kind auch meinetwegen ein eigenes Laptop und dann sperrst du einfach ein paar Adressen und dann ist das gut. So. Ja, aber Jan, das Problem ist ja, dass viele Eltern sich immer noch nicht mit den Computern auskennen. Ja. Zum Beispiel meine Eltern, die wissen ja nicht, was mit dem PC angeht. Wenn die meinen PC ausmachen wollen, die nehmen einfach einen Stecker von der Steckdose raus. Ja, unglaublich. Woher sollen die dann wissen, bitte, wie man so welche Seiten sperrt? Ja, gibt's ja auch erst seit 20 Jahren diese Technologie. Die Leute wissen doch auch, wie man mit dem Fahrrad einen Flicken auf den Schlauch drauf macht, wenn die durch eine Glasscherbe gefahren sind. Das hat mein Vater mir noch beigebracht, wie man ein Fahrrad macht. Genau, aber das ist so ganz, ganz grundsätzliches Basiswissen, was man heutzutage haben muss. Und wer das nicht hat, der sollte eine Sendung im ARD-Vorabend moderieren zur Strafe. Ja, sollte man mal echt einführen, dass man zum Beispiel
irgendwelche Seminare gibt, dass man Leuten irgendwie beibringt, wie man einen PC, Du, mein lieber Daniel, ich muss jetzt mal den Jussip hier noch rannehmen, der ist der letzte Anrufer und wenn ich mit dem nicht spreche, ist das sehr unhöflich, weil der wartet schon so lange. Ich bedanke mich für deinen Anruf und ich sage nur Finger weg vom Computer, wenn es das Studium darunter leidet und ansonsten bitte gerne immer Kindern den Internetzugang sperren, so lange bis sie erwachsen sind. Okay, alles klar. Wünsche dir noch Bye. Kinder. Grüße in die Neustadt, ne? Jo, ciao. Ciao. Ja. Jussip aus Bremen, 23, hi. Hallo. Du kommst aus Bosnien, ne? Bist politischer Flüchtling. Ja, im Prinzip schon. Lebst seit ungefähr, ich glaube, 15 Jahren in Deutschland. Also mit Mama, Papa, du warst kein politischer Flüchtling, sondern du warst Anhänger, Anhängsel. Deine Eltern waren politische Flüchtlinge. Ja, genau. Und mein Vater war dann im KZ und ich bin eigentlich hergekommen mit meiner Mutter, mit meinem Bruder und meiner Oma. Ja, aber KZ sagt man nicht, weil das ist so, das ist nicht, das glaube ich nicht. Doch, das ist aber wirklich so. Ja, und aber dann nenn es anders, aber nenn es nicht KZ. Das ist noch viel, KZ finde ich, da darf man nicht sagen. Das war aber ein Konzentrationslager, weil die organisiert umgebracht worden sind. Na gut. Moslems, Katholiken, allgemein jeder, der gegen den damaligen, ich sag mal, Präsidenten oder Führer, Milosevic waren. Ja, na gut, dann akzeptiere ich das, aber ich tue mich schwer damit, weil ich das finde, besetzt. Ich weiß mal, aber ja, ich glaube, du bist Deutscher, ne? Ja. Ja, da haben viele Deutsche auch übrigens Angst, mal das Wort KZ oder Hitler oder irgendwie sowas überhaupt in den Mund zu nehmen. Nee, vor Hitler habe ich keine Angst mehr, der lebt ja. Schrecken da haben. Der lebt ja in Südamerika. Achso, ja. Der hat auch überlebt, ne? Ja, ja. Ja, der ist eingefroren worden, versehentlich, und ist jetzt, der ist jetzt mittlerweile 140? Nee, 130? Nee. Okay, 80, 70. Geboren ist er, glaube ich, 89, ne? 1889, kommt das hin? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube ja. Nee, nee. 1889, 20. April 1839 in Braunau am Inn. Oh, ja, das kann sein. Ja. Ja. Aber deswegen finde ich aber auch vor allem deine Stimme gut, weil die meisten trauen sich darüber irgendwie gar nicht zu reden oder auch geschweige denn Witze zu machen. Ja, aber du als Bosnier bist natürlich da fein raus, weil du trägst nicht diese niemals aufenden wollende, dieses niemals wegzudenkende Schuldgefühl eines Deutschen mit dir herum. Na, aber guck mal, bei uns werden die Religionsgruppen nationalisiert. Das heißt, wenn man Katholik in Bosnien ist, ist man Kroate. Wenn man Muslim ist, ist man Mohammedaner, das ist eine eigene Nation dort. Ja. Und wenn man da Katholik ist, also so wie ich, dann ist man im Prinzip Kroate. Okay. Und traurigerweise hatten die Kroaten aber auch KZs, beziehungsweise Lager, in denen sie auch andere gefoltert haben oder gefangen genommen haben unter unmenschlichen Bedingungen. Deswegen bin ich auch nicht ganz raus. Ja, aber das ist alles nicht vergleichbar mit dem Ausmaß, was wir uns... nicht in dem Ausmaß, aber in der Qualität, kann man sagen. Ja, wenn die Qualität, das kann man schon nicht vergleichen. Wir sind da schon relativ einzigartig, weltweit. Wirklich. Also ich meine, also wenn man sich als Deutscher irgendeine Einzigartigkeit anmaßen sollte, dann ist es diese, dass wir wirklich die unglaublichsten Verbrechen aller Zeiten begangen haben. Und das ist so organisiert. Nee, ja, na, aber ich meine, also das muss man schon sagen, es waren ja nicht die Nazis, sondern es waren unsere Urgroßväter und Großväter und es waren wir alle so. Und das ist immer, das wird immer so abs, aber das ist jetzt. Ja, sobald es vorbei ist, sagen alle, ich war im Widerstand. Ja, sowas kenne ich auch. Josef, wir haben jetzt ein kleines Problem, das ist ein so großes Thema und es ist so spät und die Sendung ist jetzt zu Ende, dass ich das gar nicht weiter anschneiden will, sondern ich bitte dich da einfach nächste Woche wieder zu anzurufen, auch wenn wir ein anderes Thema haben nächste Woche. Dann reden wir nächste Woche einfach exakt da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben oder wo wir jetzt aufhören müssen, weil die Sendung ist jetzt vorbei. Ah, oh, schade, aber ist kein Problem. Josef, schön, dass du trotzdem noch, dass wir trotzdem noch miteinander sprechen konnten, aber tut mir leid, ja, die Zeit, wir sind trotzdem immer noch, wir sind geknechtet von der Zeit, an die müssen wir uns halten. Um 0 okay, Uhr fällt ja die Klappe. Dann ist Schluss. Nochmal bitte? Dann ist Schluss. Schön, dass du angerufen hast, Gruß nach Bremen und Gruß an die bosnische Community da draußen, falls okay, es die gibt, ich glaube aber nicht, aber warum nicht. Gute Nacht, nächstes Mal mehr. Okay,
Okay, mache ich. Tschüss, tschüss. Das war jetzt nicht sehr galant, aber die Sendung ist zu Ende und deswegen bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Sajin, bei Bianca, bei Marc, bei UFM, das Ding, Sputnik, Enjoy und Bremen 4. Und mein Name ist Jan Böhmermann und nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle, die Late Line, dann am 31. Mai in der Nacht auf den 1. Juni. Ich bin schon ganz aufgeregt. Die Sendung gibt es morgen als Podcast und jetzt gibt es noch als Wunsch für die liebe Sissy, die auf groben Geschlechtsverkehr steht und 19 Jahre alt ist, aus Frankfurt am Main kommt und einen tollen Yorkshire Terrier namens Timbo hat, Example und Change the Way You Kiss Me in einer ganz außergewöhnlichen Version zum Schluss. Gute Nacht, bis bald. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 Unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.